Moin, moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute sind wir bei Hovesim Racing wieder unterwegs. Heute ist das Finale tatsächlich, das neunte Rennen dieses Season. Ja, ganz vorne wird es nicht mehr sonderlich spannend in der Gesamtwertung. Der Sieger steht bereits fest, aber im Mittelfeld vor allem in der Gesamtwertung haben wir noch richtig, richtig enge Duelle. Und ja, das heißt, da wird ordentlich um Punkte heute gefightet. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Autos heute auf der Strecke. Hier auf Imola 38 zähle ich hier an der Zahl. Also wird richtig, richtig voll werden heute. Können wir mal gespannt sein. Qualifying läuft gerade. Und ich würde sagen, wir gehen damit mal auf die Strecke. Schauen mal an, wer so dabei ist. 17 Minuten haben wir noch Zeit. Also sollten wir alle einmal durchbekommen. Und damit, ja, sind wir hier auf der Strecke. Sind gerade bei Jan Hansel drauf hier. Der BMW-Pilot mit der 41. Aber der Übersicht halber gehen wir einfach mal wieder die Startnummern durch hier. Also fangen wir ganz unten an mit der Nummer 8. Das ist die niedrigste Zahl heute. Jürgen Hofmann haben wir hier im BMW für Team Oggi Oberfranken-Coburg, der hier ja gerade dabei ist, eine Zeit zu setzen. Wir sehen es, ordentlich Verkehr hier auf der Strecke. Auf der Streckenkarte kann man es gut sehen hier. Auch ein Audi hängt ihm hier direkt im Nacken. Also vielleicht gar nicht so einfach, hier eine freie Runde zu setzen. Mal gucken, ob sich das hier halbwegs verteilt. Wen haben wir noch dabei? Remo Kipfer aus der Schweiz, International GT Racing Team hier ebenfalls im BMW, hier heute beim letzten Rennen der Saison. Ja, dann haben wir noch einen Lamborghini tatsächlich. Nick Kleefeld hier, Freiburger Racing Team mit der Nummer 15. Und Dennis Prekur setzt hier die erste schnelle Runde. Ja, und wer sonst? Das ist der Führende der Gesamtwertung nämlich. Zu dem kommen wir aber dann gleich. Gesamtwertung schauen wir uns natürlich nachher nochmal in Ruhe an. So, Everts jetzt hier die neue schnellste Runde, 41,4. Dann haben wir Klaus Jäkel mit der Nummer 18. Das ist hier der Porsche, wie wir sehen, für Soapbox Racing. Von dem Team haben wir hier so einige Porsche hier. Ja, im Feld werden wir sich jetzt ein oder andere nochmal sehen. Moin Sappi und danke für deine Gifted Subs. Wer hat die denn so bekommen? Ah ja, ah ja. Vielen, vielen Dank. Ja, Klaus Jäger hatten wir jetzt. Dann gehen wir weiter zu Daniel Hoffmann. Nee, Hofmann, so heißt der Mann. Hovesim Racing. Wir sehen es hier auch am Audi an der Livery. Ganz groß steht es hier drauf. Mit der Nummer 21 ist er hier unterwegs. René Brey haben wir dann mit der Nummer 22, der einer der wenigen Nissans hier heute auf der Strecke. Ja, aus Österreich kommt der CDS Digital Motorsport. Und moin Dizzy und alle, die rübergeradet sind. Vielen, vielen Dank. Hoffe, hattet einen schönen Nachmittag hier. Moin, Dat Alex und Zockbock. Moin, moin. Ja, herzlich willkommen. Seid ihr ja sehr, sehr pünktlich hier rüber gekommen. Gerade Qualifying und dann haben wir gleich eine Stunde hier bei Hovesim Racing, das letzte Rennen dieser Saison, das neunte. Und ja, wir haben 38 Autos hier auf der Strecke nachher. Also dürfte keine langweilige Stunde werden hier. Gehen wir weiter zur Nummer 23. Das ist der Jeff Ewerts, auch in der Gesamtwertung. Ja, sehr, sehr gut platziert hier auf der dritten Position. Mit ganz viel Glück kann er Position 2 nochmal holen. Aber Daniel Andersen, der nämlich da draußen sitzt, ist hier auch gerade auf der dritten Position auf der Strecke. Also, ja, da wird er nicht so viele Punkte liegen lassen. Wie gesagt, vorne ist nicht mehr super spannend, aber dann im Mittelfeld hier. Onkel Dotex, moin, moin. Und Sappi, auch dir einen schönen guten Abend. Schön, dass du mal wieder vorbeischaust hier. Racing DJ, moin, moin. Kami New, moin, moin. Mr. P, moin, moin. Wen haben wir noch? Die habe ich alle hoffentlich gehabt. Ja, habe ich euch alle erwischt hier. So, Jerome Eckert haben wir hier im Audi für ein Shooter Racing Team mit der 31, gerade auf der 27. Ja, hat noch keine richtige Zeit gesetzt, würde ich mal behaupten. 4,9 Sekunden, ja, fehlen ihm hier nach ganz hinten. Ja, schön, dass ihr rüber geradet seid. Einziges Rennen, einzige Serie, wo ich keine Kamera habe. So, dann gehen wir weiter zum Honda Samuel Farmer hier im Honda mit der 32 auf Position 16, 1,7 Sekunden fehlen nach vorne. Diese Runde, ja, sieht es nicht danach aus, dass er hier nochmal eine große Verbesserung hinlegen wird. Na, schauen wir mal hier nach der Tosa. Wieder ein bisschen was rausgeholt, wieder ein bisschen was verloren. Aber steckt ja auch so ein bisschen im Verkehr hier. Moin Florian. Und Marvin, danke für deinen Raid auch noch. Also, alle kommen sie hier rüber. Sehr, sehr schön. Ich guck mal gerade, geht meine Kamera hier eigentlich? Kann ich trotzdem mal kurz Hallo sagen? Warte, machen es kurz so. Können wir hier mal ins schöne Studio. Moin, moin, herzlich willkommen alle. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wie gesagt, noch Qualifying. In einer Viertelstunde geht es dann ins Rennen hier. Gehen wir wieder auf die Strecke rauf und gehen mal weiter durchs Fahrerfeld. Stefan Monz haben wir hier mit der 33 im McLaren. Stefan Monz auch ja, gut platziert in der Gesamtwertung. Ist ja der Teamkollege von Dennis Prekur, der hier auf der 1 ist. Er hier gerade auf der 5 Gesamtwertung.
ja, ist er Vierter, also auch sehr, sehr gut platziert. Ja, sollte da auch bleiben. Nach vorne hat er 40 Punkte Abstand, nach hinten ja Ewigkeiten Abstand. Also der wird Vierter in der Gesamtwertung werden heute. Ja, das habe ich mir mal selber gebaut, das Studio. Dann gehen wir weiter mit der Nummer 35. Da haben wir Friedrich Pfaffenroth. Hier der nächste Soapbox Racing Porsche mit der 35, gerade auf der 32 unterwegs. Der letzte, der hier gerade ja eine Zeit gesetzt hat. Dahinter alle fehlen noch so ein bisschen. Chris Haye und alle sehen wir da. 33 bis 38, die hier noch fehlen. Ja, Zabi, danke für deine Subs und einen schönen guten Abend. Wir hören und sehen uns ja sicherlich nochmal. Dann haben wir Chris Haye mit der 38, ein McLaren von Jota. Ah ja, wie gesagt, der hat doch keine Zeit gesetzt. Mal gucken, wir bleiben mal ganz kurz drauf. Dann haben wir nämlich wahrscheinlich die erste Zeit. Ist auf jeden Fall auf einer gültigen unterwegs hier aktuell. Gucken wir mal, wohin es geht für den Chris. Jetzt kommt hier die Linie auf die 24 erstmal. 12 Minuten hat er ja noch Zeit. Also da geht bestimmt noch mal ein bisschen was. Gehen wir mal zum nächsten Audi. Das ist nämlich der von Pierre Meyer. Der kommt ja auch gerade aus der letzten Kurve raus. Auch er noch keine Zeit gesetzt. Also auch da schauen wir mal, wohin es geht. Ja, in der Gesamtwertung ist er auf der 14. Aber hat auch noch nicht so viele Rennen gefahren, muss man sagen. Hatte also jetzt keine großen Chancen, vorne mitzumischen. In anderen Ligen ist er deutlich weiter vorne unterwegs. Und wir sehen es auch hier. Zeit schon mal sehr, sehr gut. 2 Zehntel hinter der Pole Position. Also Pierre Meyer hier momentan auf der 3. Dennis Brekor gerade in der Box. Jeff Ewerts sitzt gerade ganz vorne auf der Pole Position. Jan Hansel haben wir mit der 41, International G-Team Racing Team. Ja, der BMW, den haben wir eben ganz am Anfang schon gesehen. Momentan hier auf der 9, gerade Richtung der beiden Rivazza-Kurven unterwegs hier. Wichtig, wichtig, den Schwung mit rauszunehmen auf die Startzielgerade. Mal gucken, gelingt ihm ganz gut hier. 2 Zehntel hat er auf jeden Fall mal im Delta. Damit, ja, könnte es schon mal 1, 2 Positionen wieder nach vorne gehen. Also in die Top 10 sollte er es eigentlich heute schaffen. Mal gucken, wer da noch so hinterherzieht. Etwas größere Lücke haben wir zwischen 4 und 5 aktuell. Ja, auf die 9. geht es jetzt erstmal. Gehen wir zu Falk Moritz rüber, die 46, hier auch ein Bentley für Key Racing gerade in die Box reingefahren. Hat hier also seine ersten Runden abgespult. Falk Moritz gerade auf der 20 unterwegs, 1,833 Sekunden sehen wir hier. Ja, das fehlt nach ganz vorne, nächsten Position, ja, auch so 1, 2 Zehntel weg. Da muss er nochmal ein bisschen was, ja, finden auf der Strecke. Jakob Hausinger haben wir mit der 47, der nächste Bentley, DOD Racing. Ja, Jakob Hausinger hier auf der 29 gelistet. Schauen wir mal, hat aber seine nächste Runde gerade erst hier begonnen. Mal gucken, ob er hier schön den Schwung durch die, ja, schönen Kurven nehmen kann. Ganz, ganz wichtig hier auf der Strecke, da wirklich den Exit zu treffen, den Schwung mit rauszunehmen. Dann lieber beim Entry ein bisschen was liegen lassen und dann hier auf den, ja, mehreren Graden, die wir hier auf der Strecke haben, wirklich die Geschwindigkeit aufzubauen. Dann kann man auch gerne mal im Rennen hier angreifen. Moin Matze, moin moin. Daniel Andersen haben wir dann wieder im McLaren. Unverkennbar hier mit dieser schönen Lackierung. Mit der 48 HyperX Racing Luxemburg. Der ist, ja, Zweiter in der Gesamtwertung, hatte ich glaube ich schon erwähnt. Sollte da normalerweise auch bleiben. Hat auch ein bisschen Vorsprung vor Jeff Ewerts. Schauen wir uns wie gesagt in der Startausstellung gleich nochmal alles an. Und ja, hat jetzt hier auch die Runde beendet. Jeff Ewerts jetzt 41,1, die schnellste Runde. Sehr, sehr gute Zeit schon. Ja, Danny Anwandt haben wir auf der 31, der BMW M4 für Panda Motorsport, der, ja, vielleicht auch nochmal weiter nach vorne kommt. Wir sehen aber 29,30, da klafft doch schon eine große Lücke von, ja, genau 6 Zehnteln tatsächlich. Also da muss man mal gucken, ob man da nochmal rankommt in die Top 30. Die ersten 30 bekommen ja heute Punkte, oder jedes Rennpunkte natürlich. Also gehen gar nicht so viele leer aus heute. Roman Torpiona, den haben wir im Aston Martin. Ich glaube, Aston hatten heute auch noch nicht im Bild. Television. Mit der 56 ist er unterwegs auf der 26. Aber wir sehen es hier, 8 Zehntel hat er im Delta. Also da kann so ein ganzes Stück nach vorne gehen. Bleiben wir kurz drauf. Schauen wir mal, wo er sich jetzt hier vorerst platziert. Auf die 12. Position. Ja, gar nicht so weit weg von den Top 10. Naja, geht. 3, 4 Zehntel sind es dann doch schon, sehe ich gerade. Die Top 10 da doch so ein bisschen, ja, für sich, sage ich mal. Wir sehen es hier zu Peter Lindner auf der 11. Fehlt doch so ein bisschen was. Aber im Mittelfeld an sich ist es doch sehr, sehr eng. Rudi Geist, da haben wir den nächsten Aston Martin in Shooter Racing Team mit der 57. Auch er, ja, noch ein gutes Stück weg von den Top 10. Ist gerade erst aus der Box rausgekommen. Also da müssen wir so einen Augenblick gedulden, bis wir da, ja, vielleicht eine Verbesserung sehen für die Top 20. Im Moment reicht es auf jeden Fall. Carsten König sehen wir hier gerade in der Box mit der 66.
Auch wieder ein BMW, sehr beliebtes Fahrzeug damals gewesen oder immer noch natürlich. Ja, momentan der letzte mit einer gezeiteten Runde. Alex Graz und Bielica fehlen noch, wobei ich glaube, mindestens einer von denen darf nicht rausfahren. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, muss ich gestehen. Momentan stehen die in der Box ohne Zeit. Also werden wahrscheinlich von hinten starten. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Honda, STS Motorsport Sachsen. Das ist der Detlef Keep, der fährt aber auch gerade in die Box rein. Ja, muss man natürlich auch mal üben. Ein Boxenstopp müssen wir ja gleich auch noch machen hier im Rennen. Momentan auf der 13 unterwegs, 1,4 Sekunden. Gerade mal 3/1000stel vor der 14. Position. So, genau daneben steht nämlich der McLaren von Alex Cruz mit der 71 auf der 32 gerade gelistet. Mal gucken, ob er nochmal rausfährt. 7 Minuten hat er noch Zeit. Also da kann er vielleicht nochmal ein, zwei Runden setzen hier. Daniel Pell, International GT Racing mit der 74. Ja, auch er noch in den Punkten sozusagen auf der 29. Auch da fehlen nur 5/1000stel zur nächsten Position. Aber da müssen wir uns auch noch gedulden. Kommt auch gerade frisch aus der Box. Dann gehen wir jetzt so weiter zu Hove Sim Racing mit Matthias Weggel im Audi mit der 76. Momentan hier ja, auf der 20 unterwegs. Guck mal kurz in der Gesamtwertung auf der 19. Ja, letzten beiden Rennen liefen ganz gut. Hat er sich jeweils 24 Punkte geholt. Das sind seine beiden besten Ergebnisse bis jetzt. Mal gucken, vielleicht geht es ja heute noch weiter nach vorne. Wie gesagt, im Mittelfeld, wo er sich befindet in der Gesamtwertung, ist es noch sehr, sehr eng. Da geht es um 1, 2, 3 Punkte maximal. Dann kommen wir zum Ferit Intruder Racing Team im BMW mit der 78. Er ist schon deutlich weiter vorne platziert auf der 7. Position. Können wir hier sehen, zeitgleich mit Dani Andersen auf der 6. Ja, so eng ist das hier zum Teil. Ja, wobei, ja, die ersten, gucken wir mal, ersten 10 so innerhalb von einer Sekunde. Also hier und da mal doch eine kleine Lücke, finden sich schöne Grüppchen. Denke mal, nachher werden wir schöne Gruppenbildung sehen im Rennen. An Autos mangelt es auf jeden Fall heute nicht. Thomas Gefährt haben wir auf der 35, sehen wir hier in der Box. Ja, ob er nochmal rausfährt, mal schauen. Soapbox Racing, also hier der dritte Porsche des Teams mit der 85. Michael Haaf, den haben wir im nächsten Lamborghini. Ich glaube, der zweite, den wir heute sehen, Freibeuter Racing Team, auf der 22 gerade gelistet. Geht gerade durch die Variante Alter, diese schöne Schikane mit den wunderbaren Wurstcurbs, die immer wieder Freude bereiten. Aber diese Runde wird es wahrscheinlich auch keine Verbesserung geben. Halbe Sekunde im roten Delta. Aber auch er kann nochmal angreifen, auf jeden Fall. So, mal sehen. Dann haben wir hier Peter Lindner auf der 14. Ja, auch im BMW, CDS Digital Motorsport mit der 88. Gucken wir mal, jetzt hier mehr oder weniger plus minus null. Mal schauen, ob er hier vielleicht Aqua Minerale ein bisschen was rausholen kann. Da tut man sich ja gerne mal, wenn man da zu weit rauskommt, vor allem jetzt hier. Dann reißt es einen so ein bisschen, ja, links weg. Auch hier aufpassen mit den Track Limits. Cuts, ja, will man sich natürlich nicht holen. Hier ist die Boxengasse gefühlt doch ein bisschen länger. Ich weiß aber nicht genau, wie lang tatsächlich. Schauen wir nochmal hier die Schikane. Wie kommt er da rüber? Ordentlich mit dem BMW natürlich, aber ungültig. Also das war zu viel. Damit die Runde leider nicht gewertet. Marius Kleine-Kalmer, den haben wir hier im Audi auf der 18. Position jetzt. 1,4 Sekunden fehlen ihm grob nach ganz vorne. Wollen wir mal sehen, Richtung Top 10. Ja, fehlt auch nochmal eine halbe. Mal sehen, vielleicht findet er noch was. Er auf jeden Fall hier mit der 199 unterwegs. Dann kommen wir zu Patrick Schröter, RM Motorsport. Im Honda sehen wir hier gerade aus der Tosa raus, hier schön den Berg hinauf. Auf der 23 befindet er sich gerade. Ja, da wird es auch erstmal mindestens dabei bleiben, denn wir sehen hier leider, dass das eine ungültige Runde ist, wo immer er sich da den Cut geholt hat. Also hier erstmal die Runde beenden. Gucken, dass man hier freie Fahrt bekommt für die nächste Runde und dann nochmal angreifen. Ja, hier der Porsche von Marvin Bielica. Ich nehme jetzt mal an, dass er nicht rausfahren darf wegen einer Quali-Sperre auf der 38. Kann sich das Ganze dann wahrscheinlich von hinten anschauen. Also Marvin, danke für deinen Resub. Fünfter Monat schon. Und Kami, danke für dein Follow. Herzlich willkommen. Dann haben wir Helder Guerra auf der 14 aktuell, der Luxemburger HyperX Racing Luxemburg, die Triple 5. Sehen wir hier auch gerade in den letzten Kurven hier, die beiden Rivazza-Kurven. Und dann geht es dann noch einmal so einen schönen Rechtsknick, dann Richtung Ziellinie. Aber auch hier wird es noch keine Verbesserung geben. 3 Minuten noch. Jan Butsch, da haben wir den einzigen M6. Den sehen wir hier mit der 666 auf Position 11. Also er hier in besagter einer Sekunde Range nach ganz vorne. Die ersten 11 innerhalb von einer Sekunde.
Ja, hier, den ersten Sektor kann da auf jeden Fall sich nicht deutlich verbessern. Plus, minus null. Mal schauen, ob er hier vielleicht ein bisschen besser rauskommt mit diesem riesen Schiff hier. Wie gesagt, der einzige M6, den wir hier auf der Strecke haben heute, der ganzen Saison. Seltenes Fabrikat, aber schön, dass wir das auch sehen werden hier. Oh, vielleicht sogar etwas weiter vorne. So, Patrick Till, Intruder Racing Team nochmal, noch ein Luxemburger mit der 712. Ziemlich genau 2 Sekunden Rückstand, also die Top, ja nicht ganz Top 30, Top 29 innerhalb von 2 Sekunden. Wird wahrscheinlich nicht mehr unbedingt rausfahren, 2 Minuten. Ja, das war es wahrscheinlich erstmal für ihn. Dann haben wir auch noch einen Ferrari hier, wie wir sehen, die 888. Das ist der von Alex Meyer, Baden GT. Da können wir ja mal kurz gucken. Alex Meyer auf der 15 in der Gesamtwertung. Hatte sich schon 2 Podien geholt tatsächlich. Auch letztes Rennen, sein bestes Ergebnis. Position 2 müsste das gewesen sein. 2 oder 3, irgendwas die Richtung. Ah, heute so ein Tick davon weg, hier auf der 9 aktuell. Aber da sind es besagte 3 Tausendstel natürlich zum Ferenc Ranovic auf der 8. Position. Mal sehen, eine Runde hat er gleich nochmal Zeit. Kommt ja auch gerade erst frisch aus der Box. So, dann haben wir hier den Führenden der Gesamtwertung. Das ist Dennis Brekhorn nämlich mit 700stel Rückstand auf Jeff Ewerts. Also ganz, ganz enges Duell, was wir da sehen. Er hier für Baden GT unterwegs, der Ewerts für Hyper Racing Luxemburg. Also auch hier für die Teamwertung. Ganz, ganz spannendes Duell. Mal sehen, auch er hier wahrscheinlich auf seiner letzten Runde. So, dann fehlt uns noch der Aston Martin hier von Alex Graz, Old Guys on Tour mit der 967. Die höchste Nummer also heute hier im Feld. Dürfte wahrscheinlich auch keine Zeit setzen. Also erst letzte Startreihe natürlich ist hier erstmal gesetzt. Alle anderen haben aber schon mal eine Zeit gesetzt. Das ist sehr gut. Und wir schauen jetzt mal, wer ist denn noch mit einer Verbesserung unterwegs. Gehen wir mal auf die 21 vielleicht. Remo Kipfer hier, der BMW, der Schweizer. Der ist hier auch gleich, ja, fast am Ende der Runde, gerade durch die Schikane durch. Mal sehen, da hat er ein bisschen was verloren. 0,1 Sekunde sehen wir noch und jetzt 0,0. Ja, ist ja nicht ganz sicher. Also wenn, dann wird es keine große Verbesserung sein. Aber so viel fehlt da auch nicht zu den nächsten Positionen. Mal sehen, hier Anbremszone, die Watze 1, Berg hinunter. Auch mal ganz, ganz spannend, auch im Zweikampf. Gibt es noch die ein oder andere gewollte oder ungewollte Divebomb, wenn man da mal den Bremsweg ein bisschen unterschätzt den Berg hinunter. Ja, eine Zehntel bringt er wahrscheinlich nochmal mit. Mal sehen. Auf die 19, also 2-3 Positionen konnte er nochmal rausholen. Aber er hat sogar noch eine Runde frei. Wir sehen es hier 10 Sekunden noch. Also, vielleicht geht es ja noch weiter nach vorne. So, Falk Moritz, das ist auf jeden Fall seine letzte Runde. Einer von, ich glaube, 2 Bentleys haben wir hier. Gerade jetzt in der Tosa unterwegs mit, ja, einer Zehntel immerhin im Delta. Wichtig, hier gut raus zu beschleunigen, scheint ihm ganz gut zu gelingen. Also 2 Zehntel hat er jetzt hier im Plus. Gucken wir mal, wer ist noch unterwegs. Ja, vorne sind fast alle jetzt in der Box. Jan Hansel hätten wir ja noch auf der 10 mit 0,1 Sekunde. Remo Kipfer auf der 19 nochmal mit 2 Zehnteln. Und sonst haben wir hinten noch Jakob Hausinger, den wir hier auf der 31 mit 1/10 haben. Bleiben wir vielleicht mal auf Falk Moritz drauf. Der hat zumindest potenziell noch einiges am Start. Wir haben es gesehen, hier Aqua Minerale. Da hatte er kurz mal 4 Zehntel und jetzt hat er das leider verloren. Also Exit nicht ganz so optimal hier. Ah, danke Patrick. Also wir sehen hier Lindner mit der DT und Gefert SG30 und Andersen SG30. Also da wird es gleich, ja, für einige Piloten etwas weiter nach hinten gehen. Denn das müssen natürlich innerhalb der ersten 3 Runden da absetzen. Und da wird das Feld noch sehr dicht zusammen sein. Ja, wird dann wahrscheinlich nach ganz hinten gehen. Mal gucken, was man da nochmal rausholen kann hier. Ja, das ist natürlich interessant. Wie gesagt, hier Andersen mit der 48. Der ist nämlich Zweiter in der Gesamtwertung. Jeff Ewerts. Wo ist der denn gerade? Der war ja auch gut vorne platziert. Mal kurz gucken. Ist er noch auf der 1? Ja, ist er noch auf der 1. Also, der könnte sich vielleicht doch noch in der Gesamtwertung Platz 2 holen. Ja, schauen wir uns mal gleich ein paar Augenblicken an. Warten nochmal kurz hier das Qualifying ab. Aber ich glaube, da ist keiner mehr unterwegs. Ne, da sehen wir es jetzt auch. Da haben wir also das Qualifying geschafft. Ja, und dann geht es ja gleich mit 38 Autos auf die Strecke. Wir warten kurz noch, bis es in die Startausstellung geht. Und dann, ja, gucken wir uns die Gesamtwertung an. Was wir uns jetzt erstmal angucken, sind nochmal ein paar bewegte Bilder. Denn im Januar geht es hier, ja, bei Hove Sim Racing mit einer Endurance-Liga los. Und um euch ein bisschen einzustimmen, gibt es da, wie gesagt, kurz ein paar bewegte Bilder.
Na, wenn das mal nicht Lust auf mehr macht. Aber das geht erst im Januar los. Jetzt gucken wir uns erstmal hier das Finale der Sprintserie an. Ihr seht hier die Startausstellung. Und wir schauen nochmal ganz kurz hier auf die Gesamtwertung. Also, 8 Rennen haben wir hinter uns heute. Das 9., wie gesagt, Dennis Prikur vorne mit 422 Punkten hier uneinholbar auf der 1, fast 100 Punkte Vorsprung. Wie gesagt, Andersen hier, was hat er jetzt? Eine SG30, also der wird komplett nach hinten gereicht werden. Jeff Evers startet hier ja, glaube ich, von der 1. Ja, gucken wir mal kurz hier drauf. Also der könnte sich vielleicht noch Gesamtwertung Platz 2 holen. Stefan Mons auf der 4 dürfte sehr, sehr sicher sein, da mit 270 Punkten. Und dann, ja, geht so langsam ins Mittelfeld. René Brey auf der 5, glaube ich, auch ziemlich sicher. Aber dann, wenn wir da unter mal gucken, 1, 2, 3 Punkte, wie ich gesagt habe, sind da nur die Unterschiede. Da könnte es doch mal ordentlich interessant werden hier. Wir sehen die ersten 34 Piloten, haben noch einige mehr hier Punkte geholt. Die ersten 30 in jedem Rennen bekommen ja Punkte, von daher gar nicht mal so schwer Punkte zu holen. Ja, so sieht also die Gesamtwertung aus. Ist, wie gesagt, vorne nicht ganz spannend, aber sicherlich für den einen oder anderen persönlich nochmal im Mittelfeld wird er da Ziele haben. Und ich würde sagen, wir haben noch 3 Minuten plus die Einführungsrunde und die werden wir wahrscheinlich auch halbwegs brauchen, denn wir haben, wie gesagt, 38 Fahrer und gehen mal hier durch die Startausstellung. Jeff Ewerts genannt, hier der BMW, haben wir auf der ersten Position. HyperX Racing Luxemburg, Dennis Prikur, der ja, Sieger dieser Saison, auf der zweiten Position tatsächlich nur. Mal schauen, ob er sich hier den Ewert schnappen kann. Vielleicht sehen wir ja ein schönes Duell. Auf der 3 sehen wir Pierre Meyer, die dritte Marke hier im Audi unterwegs, der Decool Racing. Auf der 4 die nächste Marke, das ist der McLaren von Stefan Mons. Startet hier also auch gleich, ja, erstmal auf der Außenseite, wenn man so möchte. Geht er erstmal links, rechts, links, links, rechts, links, immer abwechselnd mehr oder weniger. In der dritten Startreihe haben wir Jan Hansel, das ist der nächste BMW mit der 41. Matthias Weggel auf die 6 nochmal vorgefahren, also der kann heute auch nochmal richtig Punkte holen. Wie gesagt, für ihn dürfte es auch sehr, sehr interessant werden, noch hier ja, ordentlich abzuräumen. Also keine Autos, sondern Punkte natürlich, denn der ist ja 19. in der Gesamtwertung. Danny, danke, danke. Dann haben wir René Brey auf der 7. Das ist hier, ich glaube, der einzige Aston Martin, der Österreicher, CTS Digital Motorsport. Auf der 8. Position haben wir dann Daniel Andersen mit der Strafe, wie wir gerade gehört haben. Dann haben wir auf der 9 den Ferit, der gelbe BMW für Intruder Racing Team mit der 78. In den Top 10 haben wir auch noch den einzigen Ferrari heute, der Alex Meyer Baden GT. Ja, mal sehen. Ferrari, ja, Topspeed gar nicht so schlecht, vielleicht hier auf der Startzielgeraden, kann er vielleicht mal angreifen Richtung, ja, Kurve 2 ist das dann offiziell, Linksknick ist auch offiziell eine Kurve, aber fahren wir ja Vollgas. Dann haben wir hier den M6 auf der 11. Position, sehr, sehr schön, schönes Auto, was wir hier sehen, die 666. Nick Kleefeld, der Lamborghini auf der 12. Position, Freibeuter Racing Team. Auf der 13 Jerome Eckert, wieder in Schröder Racing Team mit der 31 im Audi hier. Ja, wir sehen, mischt sich doch halbwegs, da würde ich mal behaupten. So, da ist er, der Danny Anwand, Panther Motorsport mit der 52 im BMW auf der 14. Helder Guerra im Audi startet von der Position 15. Dann haben wir nochmal CTS Digital Motorsport mit Peter Lindner auf der 16. Position. Samuel Farmer auf der 17 mit der Nummer 32. Auch für SDS Motorsport, nee, was heißt auch? Aber SDS Motorsport Sachsen unterwegs. Im Honda macht sich jetzt hier langsam bereit. 20 Sekunden noch, dann geht es in die Einführungsrunde. Roman Tapiona haben wir dann im Aston Martin. Sehr, sehr gut zu erkennen hier mit der wunderbaren Farbe. Erkennst du auch, wenn es regnet, aber nach Regen sieht es nicht aus. Wetter, ja, eigentlich so ein Standardding, würde ich mal sagen. 24 bzw. 29 Grad. Ja, der Roman hier auf der 18, Remo Kipfer auf der 19. Position, der BMW mit der 14. Detlef Kep haben wir nochmal im Honda, hier haben wir nochmal SDS Motorsport Sachsen, hat es auch nochmal in die Top 20 geschafft. Ja, da haben wir fast die Hälfte des Feldes hinter uns, jetzt fehlen uns noch 18 Autos. Merus Kleine Keimer ist nämlich einer davon, der Audi mit der 199. Daniel Hofmann für Hovesim Racing mit der 21, er startet von der 22, auch noch in den Punkten. Genauso wie Falk Moritz hier. Der nächste Bentley, auch eine schöne Farbe, erkennen wir auch vom Weiten. Also der geht uns auf jeden Fall mal nicht verloren optisch. Auf der 23 startet er. Rudi Geist haben wir dahinter für den Shooter Racing Team mit der 57. Startet von Position 24. Michael Haaf haben wir den nächsten Lambo auf der 25. Also zwei Lamborghinis haben wir heute, wie es aussieht, auf der Strecke. Freibeuter Racing Team. Dann haben wir
Patrick Schröter im Honda RL Motorsport auf der 26. Daniel Pell der BMW auf der 27. Startet hier auch noch in den Punkten, genauso wie Chris Haya für Jota im McLaren. Dann haben wir Patrick Till auf der 29. Position, Intruder Racing Team. Klaus Jäkel, Soapbox Racing, der Porsche auf der 30. So, ab hier gibt es keine Punkte mehr aktuell. Hier ist der Bentley, der zweite Bentley von Jakob Hausinger. Auf der 32 haben wir den McLaren von Alex Cruz. Jürgen Hofmann haben wir mit der Nummer 8 im BMW auf der 33. Friedrich Pfaffenroth, der Porsche auf der 34. Hinten haben wir noch den Carsten König auf der 35. Position. Thomas Giffert, der dritte Soapbox Racing Porsche auf der 36. Alex Graz im Aston Martin auf der 37. Und aus der Box starten wird der Marvin Bielica mit der 420. Ja, der kann sich erstmal aus dem Tumult raushalten sozusagen, wenn es einen Tumult geben sollte. Meistens geht es jedoch sehr gut. Erstes Rennen war auch Zolder schon einige Wochen her mit über 40 Autos und Zolder ja noch eine sehr, sehr enge Strecke. Aber ich glaube, da hatten wir keine großen Vorfälle oder Unfälle in den ersten Runden. Mal gucken, wie es dann ja im fortlaufenden Rennen wird. Die Strecke hier ja, bietet doch immer gerne Potenzial für den einen oder anderen Unfall. Vor allem diese Wurstkerbs, wenn man da mal ausweichen muss, den Vordermann, oder einen Körb zu viel mitnimmt, dann springt da auch der ein oder andere mal etwas unkontrollierter durch die Gegend. Wenn du Pech hast, dann triffst du noch jemanden. Genauso die nächste Kurve, wo wir gerade drauf zufahren. Den Berg hinunter hatte ich schon eben im Qualifying erwähnt. Wenn du da mal ja, bergab ein bisschen unterschätzt den Bremsweg, dann ja, triffst du auch mal vielleicht den Vordermann. Hoffen wir natürlich nicht. Aber die kennen sich ja weitestgehend schon ganz gut. Wie gesagt, 8 Rennen sind hier schon mal mindestens zusammengefahren, zumindest in der Serie. Gibt ja auch einige, die noch woanders zusammenfahren oder gegeneinander fahren, je nachdem. Und von daher bin ich da guter Dinge, dass wir ein schönes Rennen sehen werden. So, jetzt geht's hier durch die letzte Kurve. Dauert noch ein bisschen, bis es hier grün wird. Das heißt, kann noch mal kurz was trinken und dann, ja, geht's ins Saisonfinale. So, moin Lukas, danke für deinen 7. Monat. Hoffe, du hattest erfolgreiche Rennen. Nürburgring ist ja immer sehr spannend. Also, Jeff Ewerts haben wir hier im BMW auf der linken Seite. Ich bin mal gespannt, ob Dennis Preko da mit dem Porsche ja, ihn gefährlich werden kann. Kann er gut beschleunigen, kann spät bremsen. Außenseite mal gucken, was denn ja, so passiert. Ein Rechtsknick noch und dann geht's hier gleich los. Und natürlich hoffen wir, dass hinten auch alles gut geht. So, jetzt geht's los, Saisonfinale. Eine Stunde haben wir vor uns. Einmal in die Box müssen wir noch. Das wird aber hoffentlich noch ein bisschen dauern. Und wir sehen, Dennis Preko kann die Nase schon mal leicht vorne halten hier, der Porsche. Aber Ewerts auf der Innenseite könnte erstmal sich behaupten. Mal gucken, ob der Porsche außen gegenhält. Versucht's, aber klappt nicht so ganz. Muss ich hinter dem BMW einordnen. Meier bleibt auf der 3. Wir gucken ins Mittelfeld rein. Geht hier alles gut. Paar Berührungen, klar, ein bisschen Lackaustausch ist in Ordnung. Aber wir sehen keine größeren Kollisionen. Jawohl, also erstmal alle durchgekommen. Aber da gibt es auch noch die zweite Kurvenkombination. Da vorne haben sie sich aber alle schon geeinigt. Gucken wir nochmal hier auf die 33, ob da hinten auch alle durchkommen. Ah, da geht einer ein bisschen off-track. Ein Audi ist das hier. Kleine Keimer müsste das gewesen sein. Scheint aber nicht allzu Schlimmes passiert zu sein. Tortosa wird auch mal ein bisschen eng. Und da vorne ist auf jeden Fall was passiert. Moritz hier, der... Ah, wo kriege ich ihn denn jetzt? Wird jetzt komplett durchgereicht. Wir gehen mal kurz 20 Sekunden zurück. Gehen mal in die TV-Kamera. Vielleicht sehen wir das nochmal. Ah, da vorne ein Audi quer, ein BMW ein bisschen weit. Genau, das hatten wir gesehen. Und dann ist er hier irgendwie in Schleudern gekommen. Mal gucken. Ah, da gegen den BMW. Ja, die Kamera ist immer ganz toll. Ja, weiß nicht, ob er da gedreht wurde, sich weggedreht hat. Zum Glück auf die Innenseite. Da können nämlich alle außenrum vorbei. Und damit, ja, sind fast alle durchgekommen, wie es aussieht. Also Moritz jetzt hier erstmal auf die letzte Position zurückgerutscht. So, gehen wir mal auf Jan Hansel, der ist nämlich gerade Side-by-Side hier mit Stefan Mons. Das ist der McLaren hier auf der Außenseite. So, das erste Mal geht es hier Richtung Rivazza, Berg hinunter, wie gesagt, Anbremszone. Reifen sind auch noch nicht so ganz da, also da ist der Bremsweg vielleicht noch mal ein paar Meter länger, aber BMW kann sich hier gegen den McLaren behaupten. Bleibt jetzt hier auf der, ne, geht auf die vierte Position, so rum ist richtig, war von der 5 gestartet. So, da hinten sehen wir Andersen, der tritt gerade seine Strafe an. Ein, zwei andere Strafen hatten wir auch noch. Peter Lindner ist auch reingefahren. Müsste aber die Strafe gewesen sein. Ja, und Gefährt müsste noch fehlen, der auch noch zur SG30 reinkommt. So, bleiben wir mal ganz kurz hier. Schon wieder Side-by-Side. McLaren holt sich hier in der ersten oder in der zweiten Kurve den BMW. Geht damit, glaube ich, wieder auf seine Startposition. Ja, auf der vierten war er gestartet. Und Matthias Weggel auch auf seiner Startposition geblieben. Ja, der schaut sich das da an. Hat hinten auch noch so ein, zwei Autos direkt im Genick.
Ja, wo gehen wir hin? Wir können uns leider nicht vor Action groß retten hier. So viel am Start. Wir gucken mal vielleicht auf die 27. Da ist er nämlich gerade an Klaus Jägel vorbeigegangen, der Rudi Geis. Schauen wir mal, ob Alex Cruz da vorbeikommt. Das ist der weiße McLaren. Der Bentley da ganz hinten schert auch noch aus. Na, gehen wir vielleicht mal da in die Richtung. Ja, Carsten König wurde nämlich hier fast angegriffen. Peter Lindner, so, der kommt aus der Box. Aber Jerome Eckert hat hier irgendwo ein Problem gehabt. Schauen wir da mal ins Replay rein. Auch hier geht es schon wieder Richtung Chosa. Ja, wenn man da mal zu früh aufs Gas geht, dann rutscht einem die Karre so ein bisschen weg. Guck mal, vielleicht von oben sieht man ein bisschen besser. Ja, der Incurb, der zieht einen da richtig rein, das hat man schön gesehen. Ja, nichts Wildes, aber klar, hier am Anfang des Rennens, da verlierst du richtig, richtig an Position. 8 Stück sind es jetzt hier aktuell insgesamt. Hat sich jetzt hier auf der 21 wieder eingefunden und hinten hat es offenbar auch so ein bisschen gekracht. Gucken wir mal, ob wir das noch eingefangen bekommen. Ja, das war hier irgendwo weiter hinten. Die letzten Plätze sind das. Wir sehen hier Alex Carsten, Aston Martin, Side-by-Side mit Hofmann müsste das dann sein. Auf der Außenseite. Bentley hoppelt dann auch weg. Oh, wurde da vom Aston getroffen. Und der BMW da mal schön hochgehoben. Eieiei. Also da gab es ordentlich Karambolage da hinten leider jetzt. Vorne ist alles soweit gut gegangen. Stefan Mons, der muss sich jetzt hier gerade verteidigen. Wir gehen mal in die Heckperspektive und sehen da auch noch Matthias Wegge. Links den Audi, der versucht jetzt hier natürlich den BMW anzugreifen. Richtung Kurve 2. Also Stefan Mons, ja, der hat wahrscheinlich ein bisschen Angst, dass ihm da gleich draufknallt hier. Aber wir sehen, die werden sich hier alle einig, bremsen rechtzeitig. Der BMW bleibt auch vor Matthias Wegel und Stefan Mons. Ja, guck mal, dass er jetzt irgendwie nach vorne kommt. Denn der Abstand nach vorne, wir sehen es hier, 6 Sekunden inzwischen. 5-6 Sekunden sind es zu den ersten 3 Positionen. Zu denen können wir mal kurz hinschalten. Dennis Brecourt hier hat den Pierre Meyer im Genick. Jeff Ewerts direkt vor sich. Da unten sehen wir den einen Porsche, ja, der jetzt hier schon ja, in der Box war. Thomas Gefert müsste das sein. Der hatte ja auch eine Strafe, eine SG30, genau. Andersen hier auf der vorletzten Position mit der Strafe. Und Hofmann, ja, das war der, der da schön mal angehoben wurde am Heck. Geht natürlich jetzt in die Box rein und wird dann gleich, ja, so zu Ende fahren. Wir gucken mal kurz bei Jakob Hausinger rein, was denn hier passiert. Das sieht aber nach Fahrfehler aus, würde ich mal behaupten. Ah, hat er hier vielleicht irgendwo zu viel Körb mitgenommen, der Bentley-Pilot? Oder hat er nein, mitbekommen? Schauen wir mal. Nee, das war der Wurstkörb, dreht sich weg und der Aston Martin gut reagiert hier. Geht da vorbei. Also manche wären da vielleicht auf die Innenseite gegangen. Aber er ja, hat den Braten gerochen, konnte links dran vorbei und ja, der ganze Sache aus dem Weg gehen. Gehen wir mal auf den M6, der jagt hier gerade den Alex Meyer. Das ist der Ferrari hier, der jetzt schon 2 Positionen gewonnen hat. Also gucken wir mal, ob er sich hier ja, verteidigen muss, verteidigen kann. Der M6 außenrum, das wird meistens etwas schwierig. Vor allem, wenn du dann noch 1-2 Autos direkt im Genick hast. Die gehen dann nämlich auf die Innenseite und wollen natürlich vorbeigehen. So, Dennis Brecourt mit einer 1:41.580, die schnellste Runde. Ja, hier im Windschatten von Jeff Ewerts, 0,5 Sekunden da vorne. Also auf dem Podium ist es sehr, sehr eng. Mons Hansel 4-5 haben wir im Duell, dann haben wir wieder eine kleine Lücke und wir sehen die Power vom M6, wie der hier, ja, fast den Ferrari, ja, überholt, ist die Frage. Ferrari kann jetzt erstmal auf der Innenseite dagegen halten, Side by Side geht es jetzt hier durch die ersten Kurvenkombinationen und beide drehen sich gleichzeitig, nee, das ist nur ein Fehler, ich dachte schon. Hoffen wir mal, dass sich das jetzt hier gleich ordnet. Ja, und da sehen wir aber jetzt in M6 ein bisschen weit gehen. Ja, schade, dass es da gerade ein bisschen rumgehakt hat. Also da muss irgendwas gerade, ja, passiert sein. Gucken wir mal hier, Kleefeld davor und der Fehret davor. Die müssten da alle vorbeigegangen sein, wenn ich mich nicht täusche. So, Anzeige hat sich jetzt auch wieder halbwegs beruhigt. Also, dachte schon, dass da jetzt alle sich wegdrehen. Wir gucken schon wieder auf Mons und Hansel. Die haben sich schon richtig, richtig lieb in diesem Rennen. Schon wieder hier ganz, ganz dicht nebeneinander. Und der McLaren jetzt am BMW vorbei. Leichter Gegenpendler hier, aber gut unter Kontrolle gehalten. Stefan Mons, der muss sich hier wirklich wehren und muss mal zusehen, dass er jetzt hier wegkommt. Nächsten 3 Positionen direkt dahinter. So, wir gehen mal ins Mittelfeld vielleicht irgendwo rein. Hier auf die 23. Schöner, schöner Train, den wir hier sehen. Desai haben wir hier im McLaren hinter. Kleine Keimer, ein Audi. Und dann, ja, davor seht ihr ja die ganzen Autos. Alles dicht an dicht. Stoßstange an Stoßstange. Und ja, der Ziehharmonika-Effekt, der lässt da gerne mal grüßen in den Engkurven. Gehen wir vielleicht auf Jerome Eckert. Das ist hier der gelbe Audi Richtung Variante Alter. Mal gucken, ob er den Daniel Pay angreifen kann. Side by Side geht es hier durch die Schikane. Ja, wenn man möchte, geht das hier. Kostet sehr, sehr viel Zeit. Nicht, dass jetzt hier der Chris Heyer McLaren angreifen kann. Geht auf jeden Fall erstmal in den Windschatten rein. Aber ich nehme nicht an, dass es jetzt einen Angriff gibt hier. Nicht so früh im Rennen. Man muss nicht unnötig Risiko eingehen. Ja, kommen hier alle gut in die Rivazza rein. So, hier der Bentley. Hausinger aus seiner Startposition geblieben. Auf Position 31. So, Anwand geht jetzt hier gerade an Meyer vorbei. Den Ferrari.
Na, mal gucken, ob es direkt den Gegenkonter gibt auf der Innenseite. Nee, bleibt erstmal dahinter. Und dahinter haben wir Samuel Farmer auf der 12. Der, ja, drückt da auch schon ganz gut, würde ich mal sagen. Wir können ja mal ein paar Meter mitfahren hier. So sieht das Ganze aus, wenn man da in der nächsten Position dran ist. Und hinten kriegt er ja erstmal keinen Druck. 3,6 Sekunden hat er da. Oh, da hat der Ferrari die Kurve nicht so gut bekommen. Das könnte die Chance sein für Samuel Farmer, da jetzt auf die Innenseite zu gehen. Na, doch nicht. Also Ferrari hat doch genügend Schwung mitgenommen. Aber auf sowas musst du natürlich hoffen. Und dann, ja, kannst du dir die Position schnappen. Ja, gehen wir mal kurz auf die ersten drei. Da tut sich einiges tatsächlich. Pierre Meyer hier inzwischen an Preco vorbeigegangen. Na, schade, haben wir nicht mehr gesehen. Ja, dürfte Preco jetzt relativ egal sein. Die Meisterschaft hat er ja schon im Sack. Also was soll's, ob er jetzt erster, zweiter, dritter wird oder letzter. Das macht nichts. Aber klar, man will natürlich die Saison gut beenden. Hat sich ja, ja sehr, sehr viele Siege holen können. Ich guck mal kurz, 6 Siege in 8 Rennen. Ich glaube, es wären es eigentlich sogar 7 gewesen. Ich meine, irgendwo hätte er nochmal eine Strafe bekommen. Ja, aber hat hier fast alles gewonnen. 8 Podien und 7-mal die schnellste Runde. Ja, Qualifying gibt es übrigens ja auch noch Punkte. Die ersten drei kriegen 3, 2 und 1 Punkt. Da hat er sich in den Qualifyings auch schon 23 Punkte geholt. Klar, wenn du immer vorne mitfährst im Qualifying. Das summiert sich natürlich auch auf über die Saison. So, René Brey haben wir den Nissan. Ja, den Nissan hier aus Österreich, gerade am Matthias Weggel dran, der hier auch noch auf seiner Startposition ist. Wir gucken gleich nochmal auf die Position Deltas. Aber erstmal schauen wir, ob der Nissan hier den Audi gefährlich werden kann. Na doch, auf die Innenseite. Erst außen, jetzt innen. Jetzt bleibt er doch dahinter. Reicht nicht so wirklich, um da sich daneben zu setzen. Wir schauen nochmal hier auf die 14. Ja, da bildet sich gerade eine wunderbare Gruppe. Also Abstände weitestgehend noch eng. Hier und da haben wir kleine Lücken. Oder ja, also etwas größere Stefan Mons auf der 4 mit 8, bisschen was Sekunden auf das Podium. Ja, Jan Hansel bringt da mit. Matthias Weggel haben wir eben gesehen auf der 6. Und jetzt gucken wir mal kurz hier zum M6, jetzt gegen den Ferrari. Hoffentlich diesmal ohne Rumgelegge. Durch die Tose außenrum. Mal sehen, kann er die Geschwindigkeit mitnehmen. Ja, blöd ist, dass erstmal eine Linkskurve kommt, eine etwas länger gezogene. Da ist gar nicht so einfach, da neben zu bleiben, weil sonst gibt es da gern mal einen Cut auf der Außenseite. Ja, er probiert's. Ferrari lässt den Platz, aber wir sehen es, er rutscht da leicht weg. Jetzt geht der Audi hier von Guerra vielleicht auf die Innenseite. Und der Honda von Detlef Kehl guckt auch nochmal auf die Innenseite, jetzt hier wiederum. Aber, ja, ordnen sich erstmal wieder hintereinander. Besser ist das vielleicht hier in der Sektion. Aber da hat man auf jeden Fall schon mal deutlich gemacht, dass man da an der Position interessiert ist. Sehr, sehr spannendes Racing. Ja, hinten haben wir ein, zwei Unfälle gesehen leider. Vorne ging aber alles gut, auch Mittelfeld. Oh, ein bisschen Körb mitgenommen. Der M6 jetzt hier natürlich ein paar km/h verloren. Mal schauen, ob Guerra da jetzt angreifen kann. Der Audi im Windschatten. Na, guckt da vielleicht mal kurz auf der Innenseite. Oder verteidigt der M6 auf der Innenseite? Der verteidigt jetzt eher, wie wir sehen. Ja, die Kurve so weit innen anfahren ist nicht angenehm. Da kommst du am Ausgang gerne mal zu weit raus. Und dann kann der Gegner da auf der Innenseite reinstechen. Aber nicht in dem Fall. Also Jan Butch bleibt hier auf der 13. Ja, 2 Positionen aber insgesamt verloren. Gucken wir kurz zu Dennis Preco. Der machte mich schon wieder Druck oder jetzt Druck auf den Audi von Pierre Meyer auf der 2. Position. Jeff Eberts gefällt's, würde ich mal sagen. Das bringt ihm vielleicht so ein paar Zehntel wieder mehr Luft, während es da vorne vielleicht gleich an die erste Überrundung geht. Ja, Dennis Preco hat natürlich ohne Druck, wie gesagt, aber Pierre Meyer die Kurve nicht optimal bekommen, musste da leicht korrigieren. Und jetzt hier René Brey. Gerade die Position verloren. Die könnte er sich aber gerade wiederholen. Der BMW von Ferret hier zu weit draußen. Und Brey könnte jetzt hier außenrum angreifen. Ah, der Weg ist super weit da gefühlt. Ja, der BMW bleibt erstmal vorne. Auch hier kostet der Zweikampf natürlich ein bisschen Zeit. Und da hinten seht ihr es, der ganze Train hinterher. Hier in den Brey guckt nochmal auf der Innenseite. Da wird es aber ja keinen Weg vorbeigeben. Erstmal in der Kurve zumindest. So, verpassen wir hinten was. Na, ganz hinten hat es sich ordentlich aufgelockert. Wir gucken vielleicht mal hier auf den Audi kurz, auf der 26. Da haben wir noch ein kleines Grüppchen mit Rudi Geis hier vorne, Aston Martin und Klaus Jägel. Dahinter hier der Porsche. Ja, ein paar waren schon in der Box. Falken Moritz hier gerade ein bisschen off-track. Der war schon in der Box. Seht ihr hier ja alle ab. Daniel Andersen 34. Aber das war ja die Strafe. Der muss also auf jeden Fall nochmal reinkommen. Andersen, ich glaube, der hatte die SG30, genau. Und Falken Moritz, der war auf jeden Fall in der Box. Der musste reparieren, offenbar. Gefert hatte eine Strafe und Hofmann war auch schon lange in der Box. Sehr, sehr lange. Musste da offenbar auch nochmal, ja, ein bisschen neue Teile anbauen.
So, Eckhard Schröter gab es da offenbar gerade den Positionswechsel laut Anzeige auf jeden Fall. Kann man sich nicht immer ganz drauf verlassen. Manchmal ist es auch ein Anzeigefehler, vor allem auf der Startzielgeraden hier. Auf jeden Fall ist schon um Eckhard jetzt auf der 20. Lief auch nicht optimal seine Startphase. Wir schauen mal auf die Position Deltas drauf. Wir sehen es hier. Hat sich einiges getan. Einige Verlierer haben wir hier, aber auch viele, viele Gewinner. Klar, zwei, drei Autos hatten ja Strafen. Da hat man wahrscheinlich schon vieles an Position gut machen können. Gucken wir mal kurz auf Jan Hansel hier auf der 5. Da vorne, ja, gab es so zwischen Meyer und Precourt den Tausch auf den ersten 6 Positionen. Aber dahinter, da ist kaum noch einer auf seiner Position, auf der er gestartet ist. So, die beiden haben weiterhin Spaß. Also Mons und Hansel können nicht so ganz voneinander lassen. Mal gucken, hier 47 Minuten noch. Also 3/4 des Rennens haben wir noch vor uns. Dahinter das nächste Duell. Weggel kann sich hier auf der 6 halten, der Audi, verfolgt hier vom BMW. René Brey dahinter auch nicht so weit weg. Und Precourt jetzt vorne wieder vorbeigegangen. Ah, aus der Aquaminerale wahrscheinlich. Wir gehen mal kurz hier ins Replay rein. Ah, da war Piermaier, oh, glaube ich, relativ gnädig. Sah jetzt nicht so aus, dass er dagegen halten möchte. War da doch etwas langsam unterwegs. Also hat Dennis Precourt da jetzt vorbeigelassen. Ja, Piermaier, der kann heute auch nochmal richtig Punkte holen. Vielleicht geht es in der Gesamtwertung nochmal ein bisschen weiter nach vorne. So, Kleefeld, Brey. Brey war hier wahrscheinlich mit einem kleinen Fehler unterwegs. Der Lambo vorbei und Anwand, der Danny Anwand jetzt hier im BMW auf der Innenseite. Und glaube, wer hat da irgendeinen Disconnect? König, glaube ich, auf der 4. Steht jetzt gerade in der Box. Oder ist ein Anzeigefehler? Müssen wir gleich mal kurz abwarten. Aber sah gerade aus, als wenn er einen Disconnect gehabt hätte. Haben ganz, ganz viele Leute in der Position gewonnen. So, gucken wir mal, wer hier angreifen kann. Honda jagt den Nissan, der jagt den BMW. So, wir gewinnen gerade alle eine Position hier. Mal sehen, ob es den Angriff gibt. Das, ja, schön zusammengerückt hier, aber ja, einer muss da ein bisschen zurückziehen, der Honda nämlich, denn der Nissan hat hier auf der Innenseite sich mal daneben setzen wollen. Da war kein Platz. Es kommt da nicht optimal hier in die Kurve rein. Da kommt er zu weit raus. Hoffentlich verliert er das Auto nicht. Auf jeden Fall verliert er jetzt eine Position. Samuel Farmer, der geht jetzt auf die 10. Position und ist von der 17 gestartet. Also auch eine sehr, sehr starke Startphase hier. Hat da hier und da profitiert, aber ich könnte mir vorstellen, auch den einen oder anderen so überholt. So, auf der 1 haben wir Jeff Ewerts, der inzwischen 3 Sekunden Vorsprung hat. Klar, wie gesagt, hier durch den Zweikampf geschuldet oder dem Zweikampf geschuldet. Aber inzwischen haben wir dazwischen auch schon 1,5 Sekunden fast Abstand. Ja, könnte größer werden. Mal gucken, ob Dennis Precourt Ewerts da vorne nochmal gefährlich wird. Genau, die beiden hatten wir noch. Wen hatten wir? Oh, was haben wir hier verpasst? Geb gegen Guerra. Gucken wir mal 20 Sekunden zurück. Vielleicht sehen wir das Überholmanöver nochmal aus der Tosa raus hinter dem M6. Beide kriegen so halb Windschatten hier. Aber konnte sich offenbar hier durchsetzen. Da war noch ein Tick weiter hinter. Aber dann die Innenseite ist natürlich ein bisschen ja, praktischer eigentlich. Aber beide kommen da raus. Ja, und kann sich hier am Audi vorbei drücken. Damit, ja, von der 20 auf die 14. Position gegangen. So, wie gesagt, hier König. Weiß ich, ob der jetzt einen Disconnect hatte. Auf jeden Fall jetzt in die Box reingegangen. Und da gibt es den Angriff von Kleine Kalmer in der Schikane. Sehr mutig. Hat aber nicht ganz gereicht. Mal gucken, ob er die Geschwindigkeit jetzt hier Richtung Rivazza mitnehmen kann. Wir gehen auf Patrick Till. Das ist der, der gejagt wird hier, der BMW. Ja, aufpassen. Immer schön ein bisschen Platz lassen. Und da hinten kommt noch ein Porsche an. Das ist Klaus Jäkel. Ja, der riecht natürlich hier den Braten, hofft, dass er da mal profitieren kann von dem Zweikampf. Aber erstmal bleibt der Patrick Till vorne, kommt hier auch ganz gut aus der letzten Kurve raus. Das haben wir oben dafür eine gelbe Flagge beim Ferit. Oh, da steht der BMW. Schauen wir mal. Gegen Weggel könnte das, glaube ich, gewesen sein. Hat er reingehalten, da gibt es den Kontakt. Und dann dreht er sich da weg und steht da genau auf der Ideallinie. Der, oh, wir sehen es hier, 1, 2, 3 Autos müssen da geradeaus übers Kies gehen. So, ab da können sie alle wieder normale Linie fahren. Dreht sich hier fast nochmal weg. Ich hoffe, dass die anderen Autos, die da übers Kies gegangen sind, da sehen wir noch eins, da heil durchgekommen sind. So, René Brey ist in die Box gefahren, der Nissan, auf der 31. Ich hoffe, dass das ein regulärer Boxenstopp ist. Wird zwar eher etwas früh, aber vielleicht will er sich aus dem Verkehr etwas raushalten. So, wir gehen auf die 12. Position. Das ist Detlef Kep hier. Mit der 67 hängt an Alex Meyer dran auf der 11, dem Ferrari. So, mal sehen. Wo ist er? Der Ferrari bleibt schon auf der Innenseite. Zumindest kurzzeitig, aber rechnet da nicht direkt mit dem Angriff. Ja, wie gesagt, da musst du aus der Aquaminerale schon daneben sein, damit du da angreifen kannst. Sonst ist, glaube ich, die gerade doch ein Tick zu kurz. Außer, ja, du machst da eine schöne Divebomb.
So, Pierre Meyer jetzt mit der schnellsten Runde. 41,345 auf der dritten Position liegen. Also von wegen, der Abstand wird hier größer. Er hängt hier gerade schon wieder am Precourt dran. Okay, wir sind am Ende dieser langen, langen Geraden. Da verliert der Porsche natürlich einige Zehntel. Ich glaube, 3, 4 Zehntel so. Gegen die meisten Autos. Also wahrscheinlich ist das nur gerade dem geschuldet. Hier durch die Kurven könnte der Abstand wieder größer werden. Ja, aber ein spannender Zweikampf hier. Auch wenn es da nicht wirklich um was geht. Für Pierre Meyer, wie gesagt, nochmal ein paar Positionen zu gewinnen in der Gesamtwertung. So, jetzt hat sich das Feld so halbwegs beruhigt, würde ich mal sagen. Wir sehen es auf der Karte. Hier und da haben wir ein paar Lücken. Hat sich schon halbwegs verteilt hier. Die Grüppchen haben sich so langsam gefunden. Und Detlef Kehb sehen wir hier mit 0,4 Sekunden. Der ist immer noch am Ferrari dran. Wird da von Helder Guerra verfolgt. Gucken wir mal. Oh, da unten der BMW ein bisschen weit gegangen. Ist nicht ganz so schlimm, wenn du ein bisschen zu weit rauskommst. Das passt dann schon. Aber verlierst auch gerne mal schnell das Auto. So, gehen wir mal hin. Guck mal, was machen die beiden hier? Ja, Jan Hansel immer noch halbwegs an Stefan Monstran. Der hält sich aber inzwischen hier doch ganz souverän auf der vierten Position. Wird auch nochmal ein paar Punkte holen. Auf der vierten liegt er auch in der Gesamtwertung. Aber mit 40 Punkten nach vorne. Und 70, 75 Punkte nach hinten. Also da wird nicht mehr viel gehen für ihn. Ist das Ergebnis hier jetzt auch, sage ich mal nur, ja, kosmetischer Natur. Das wird am Gesamtergebnis nicht viel ändern. Aber klar, er hofft natürlich vielleicht nochmal irgendwie aufs Podium zu kommen. Da müsste mal ein bisschen was passieren da vorne. Momentan wird der Abstand größer. 11 Sekunden haben wir da inzwischen. Was haben wir hier? Kleine Kalmer Till. Ah, da geht er ein bisschen weit. Hoffen wir nicht, dass es einen Cut gab. Und da kommt jetzt Patrick Till dahinter. Der da vielleicht angreift auf der Innenseite. Ne, überlegt sich's noch anders. Gehen wir zu Remo Kipfer. Auch International GT Racing Team. Ja, hier auch in einem relativ einsamen Zweikampf unterwegs. Mit Tapiona, dem Aston Martin, den wir sehen. Dahinter sehen wir nochmal eine Dreiergruppe. Und der fährt gerade mit einer gelben Flagge unterwegs gewesen. Ja, wo will er denn hin? Ja, einmal hier übers Gras. Jetzt hier wieder auf der Strecke. Ja, hat, glaube ich, keine großen Positionen gekostet. Was sehen wir dahinter? Geht direkt in die Box rein. Das müsste aber Überrundung gewesen sein. Der Porsche da ganz rechts ist eine Überrundung. Der links müsste die Position, müsste Jäkel sein. Gucken wir mal jetzt, ob es die Angriffe gibt. Eher nicht, würde ich sagen. Da passen noch 2, 3 Autos dazwischen. Also da werden wir jetzt keinen Angriff erleben. Aber auch ein schönes, enges Grüppchen, was wir hier sehen. Na, jetzt hier vielleicht Ausgang der Kurve. Ja, du kannst da zwar vielleicht mehr Schwung mitnehmen, aber dann wirst du ein bisschen aufgehalten, weil kannst nicht wirklich eine andere Linie fahren als die normale. Sonst fliegst du da raus oder ja, drehst dich irgendwie andersweitig weg. Das heißt, da steht der Vordermann dann eher im Weg, obwohl du da besser rauskommen könntest. Ja, sehr, sehr schwierige Situation für den Marius. Kriegt von hinten Druck von 1, 2 Autos, vorne will er vorbei. Und wenn das schief geht, dann lauern sie natürlich. Da werden sie ihre Chancen auf jeden Fall nutzen. So, Detlef Kehb haben wir vorne schon gesehen. Ich schau mal kurz hinten. So haben wir hier, achso, der war ja in der Box. René Brey gewinnt da durch die Position. Ja, gehen wir wieder auf Kehb drauf. Der ist 0,2 Sekunden immer noch am Ferrari dran. So, jetzt geht's auf die Stadtzielgerade. Mal gucken, ob man hier besser rauskommt aus der Kurve. Dann kann man vielleicht angreifen. Aber Ferrari, ja, der beherrscht die Strecke auch ganz gut. Wir sehen hier, der Honda, ja, wird nicht angreifen können. Erstmal im Windschatten vielleicht nochmal ein bisschen rankommen. Aber aktuell bleibt es bei Position 12. Ist ja bis dato ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Ist von der 20 gestartet. Ja, und Top 10 vielleicht drin heute. Jan Butt mit M6. Der ist ja da nur, ja, nicht mal 2 Sekunden direkt davor. Ja, BMW hält auf jeden Fall hier mit Position 4. Jan Hansel, schauen wir doch mal, wo der in der Gesamtwertung steht. Wo ist er denn? Auf der 22 sogar nur, also mittendrin im Geschehen und hier jetzt auf der 5. Da könnte er auch nochmal richtig Punkte gut machen. Nächste Position, Alexander Kruse auf der 21 wäre das nämlich, hat nur einen Punkt mehr. Und der Kruse ist hier noch auf der 26. Ja, und 10 Punkte fehlen ihm zu Platz 20 in der Gesamtwertung. Also vielleicht geht da was nach vorne. Vielleicht geht es dann, wie gesagt, in die Top 20 in der Gesamtwertung nochmal. Oh, ein bisschen viel Körper mitgenommen. So natürlich nicht unbedingt. So, Patrick Till verliert gerade hinten einige Positionen. Schauen wir mal, schönes Grüppchen.
ist er denn? Da waren die, glaube ich, schon vorbei. Ja, Daniel P. jetzt hier auf der Innenseite vorbeigegangen, offenbar. So, jetzt sind wir im Live-Bild und da geht er zu weit raus hier. Und da müsste Jeke jetzt noch vorbeiziehen, der Porsche. Und damit hat sich die Gruppe so ein bisschen auseinandergezogen. Die vier, ja, sind jetzt im Prinzip nur noch drei mit etwas Abstand dazwischen. Klaus Jäger gewinnt damit seine sechste Position in diesem Rennen. So, Jerome Eckert hier am Lamborghini dran. Lambo verteidigt er schon oder bleibt auf der Rennlinie. Ja, hier rechnet man nicht unbedingt mit Angriff. Wie gesagt, das ist sehr, sehr risikobehaftet, wenn du da auf der Innenseite dich anbremsen willst. Oder daneben bremsen willst vielmehr. Aber dann vielleicht jetzt hier, schauen wir mal hinten raus, ob der Audi hier mit dem Topspeed rankommt. Und dann ihn also mal vielleicht irgendwie daneben halten kann. Na, er kommt näher und näher, Meter für Meter. Aber reizt dann am Ende der Geraden oder vor der Bremszone, muss er sich vielleicht zurückhalten. Er versucht es hier und hält die Nase rein. Hoffentlich geht das hier gut. Der Lambo spielt aber auch mit. Hat er die Tür dann doch offen gelassen. Jerome Eckert hier mit einem, ja, doch optimistischen Manöver jetzt auf die 16. Position gegangen. Ist auch sehr motiviert. Hat ja drei verloren insgesamt. Also der muss erstmal wieder ein bisschen nach vorne kommen, um dann wieder da anzuknüpfen, wo er eigentlich angefangen hatte. Aber Remo Köpfer auf der 15 ist 5 Sekunden weg. Das dauert also so einen Tick, bis man da mal hingefahren ist. Ja, Evertz hält sich hier auf der 1 mit 4 Sekunden momentan. Gucken wir mal, schnellste Runde zu Precure, sehr, sehr ähnlich. Paar Hundertstel nur Abstand und Keep jetzt hier auch mit der gelben Flagge. Schauen wir mal. Oh, da hat er schon einen Gegenpendler bekommen. Da dreht er sich hier ins Kies rein. Tapiona Kipfer geht vorbei. Eieie, da sind sie weiter gewesen. Und geht jetzt hier auf der 15. Position wieder ins Rennen. Und Jerome Eckert, den wir gerade gesehen haben, der sich da den Lambo geschnappt hat, hat damit den nächsten Gegner direkt vor der Haube. Ja, schauen wir mal, ob er ihn sich schnappen kann. Eckert, tendenziell schneller als Kip, würde ich sagen. Naja, nicht wirklich. Eine Zehntel in der schnellsten Runde. Also gucken wir mal, ob er da im Windschatten vielleicht rankommen kann. So, haben wir hinten noch irgendwas? Oh ja, Alex Graz hier hinten gerade, der Aston Martin an Jürgen Hofmann dran. Die waren anscheinend schon alle in der Box hier. Ziemlich lange sogar. Dürfte also kein regulärer Boxenstopp gewesen sein. So, Carsten König steht immer noch in der Box. Denke mal, der darf nicht mehr weiterfahren. Ein Auto ist auch schon runter. Patrick Till jetzt hier aus der Box raus. Jawohl, wir bleiben kurz auf dem Aston Martin und sehen, wie er erstmal den BMW überholen kann. Ja, kann auch vorne bleiben. Wollte gerade sagen, vielleicht kann er BMW nochmal da einen Gegenkonter starten, aber nein, Aston Martin bleibt hier oder geht jetzt hier auf die 35. Moin Sonor. Dann gehen wir mal zum M6 rüber. Da fahren wir doch mal mit. Denn M6 haben wir nicht so oft auf der Strecke hier. Ja, aber Schlagdistanz ist der Honda noch nicht von Samuel Farmer. 8 Positionen hat er schon gewonnen. Ja, mal gucken, ob es dabei bleibt oder ob es gleich 7 sind. Da sehen wir den M6 auf jeden Fall. Aber kommt hier erstmal aus Aqua Minerale ganz gut raus. Da, ja, muss er sich noch keine sehr, sehr großen Sorgen machen. Aber klar, muss konzentriert bleiben. Ein Fehler und der M6 wird angreifen. Sofern er natürlich selber keinen Fehler macht. Dennis Preko kommt jetzt rein. Ich hoffe nicht, dass das eine Strafe ist. Ich gucke kurz nach. Nein, Strafe ist es nicht. Der kommt also offenbar zum regulären Boxenstopp rein. Damit Pierre Meyer erstmal hier wieder auf der 2. Position. Ja, hat hier gerade den Nissan von René Brey überrundet, wie es aussieht. So, Detlef Kep. Achso, der kommt aus der Box raus. Genau, René Brey hier auf der 28. Der war aber auch schon in der Box, also deswegen wird er hier gerade mal überrundet. Ja, doch schon einige drin gewesen hier. Ab Position 26 fast alle. Pfaffenrod auf der 27 noch nicht. Vorne haben wir Dennis Preko gesehen. Und wir gehen auf Dani Anwand drauf. Das ist hier der BMW, der Grüne, auf der 7. Position. Er hat genauso viele Positionen gewonnen. Also auch da ging es nochmal ordentliches Stück nach vorne. Konnte sich nochmal aktuell zumindest einige Punkte jetzt, ja, ermöglichen zumindest. Sicher ist sicher noch gar nichts. Halbe Stunde haben wir jetzt gleich noch. Hälfte ist erst rum. Und denke mal, gleich wird es vor allem in der Boxengasse ordentlich voll werden. Dann werden hier, ja, ich denke mal, Reifen gewechselt, nachgetankt werden. Und dann geht es hier in den 2. Stint heute rein, in die letzte halbe Stunde dieser Season hier. 9 Rennen hatten wir dann. Alle 2 Wochen hier am Donnerstag. Ja, irgendwann nächstes Jahr, denke ich, geht es dann mit der nächsten Season weiter. Ansonsten, wie gesagt, im Januar, ich weiß es gar nicht, Mitte Januar, glaube ich, geht es mit der Endurance-Serie dann los. Können wir auch mal gespannt sein,
was da dann so gehen wird. Wir gucken mal auf René Kipfer, Remo Kipfer jetzt. René, genau. Remo Kipfer natürlich, der immer noch an Tabiona dranhängt. Ja, mal gucken. Vielleicht geht es ja über den Boxenstopp da vorbei. 0,4 Sekunden, das kann man mal vermasseln in der Box. Also gucken wir mal, ob er da ja, auf der Strecke oder in der Box vorbeigeht. Da wird sicherlich auch an anderer Stelle nochmal interessant werden. 5, 6, 7 haben wir da ja noch ganz dicht zusammen. Ab Position 13 nochmal eine kleine Gruppe. Per Jekyll 19, 20, eine halbe Sekunde. 21 bis 23 auch noch halbwegs dicht zusammen. Gehen gleich mal auf Position 6 drauf. Warten nochmal vielleicht hier die ersten bzw. die letzten Kurven ab. Auf die Start-Ziel-Gerade, ob da einer ein bisschen besser rauskommt. Oder ob da vielleicht einer in die Box fährt. Ja, der BMW kurz nochmal gezuckt, aber denkt sich, nee, ich fahre nochmal weiter. Und seine Aufgabe wird jetzt sein, vielleicht auch ein paar Runden draußen zu bleiben. Und dann entsprechend ein paar Zehntel rauszufahren gegenüber dem Aston Martin. Dann könnte er nach seinem Boxenstopp vorbeigehen. So, jetzt gehen wir auf die sechste Position. Kleefeld hier mit funktionierender Lichthupe am Audi von Matthias Weggel dran. Danny Anwand, der guckt sich das da hinten an. Guckt, was macht der Lamborghini? Der guckt nämlich hier auf der Innenseite. Ja, muss er aufpassen, die Linie nicht allzu sehr zu verlieren. Der BMW hängt ihm direkt an der Stoßstange. Und wenn er erstmal von der Linie weg ist, könnte Danny Anwand hier die Nase mal reinhalten. Auch da können wir gespannt sein, wer geht da wann in die Box rein. Wir gehen jetzt auf die Halbzeit zu. Und ja, da ist immer die Frage, ja, gehe ich jetzt rein, bleibe ich lange draußen? Vor allem, wer hat wie viel getankt? Kann ich überhaupt so lange draußen bleiben, wie ich möchte? Wetterwechsel haben wir ja nicht, das ist ja auch mal ganz interessant, aber es wird halt wohl trocken bleiben. Wie es aussieht, wir sehen es im Tower links, da ganz hinten sind schon einige in die Box jetzt, Farmer, Hofmann, Tapiona, Rudi Geis ist rein, Friedrich Pfaffenroth kommt jetzt rein, das heißt die Hälfte des Feldes hat jetzt den Boxenstopp dann gleich schon mal abgesessen. Ja, Danny Anwand auch etwas rabiater, der BMW über die Wurstkörbs rüber. Wie viel ich getankt habe? Nicht viel. So, Farmer kommt jetzt aus der Box, das ist die gelbe Flagge, ganz entspannt hier. Ja, warten wir mal kurz die Boxeneinfahrt ab, ob hier einer reinfährt. Ich hoffe, wenn mehrere reinfahren, dass die sich nicht da gegenseitig auf die Stoßstange fahren in der Boxeneinfahrt. Haben wir auch schon mal gesehen hier. Aber bleiben erstmal alle lange draußen oder länger draußen. Oder weiterhin draußen vielmehr. Mal sehen. Schön, drei Marken, die wir hier sehen. Der Audi, Lambo und BMW. Auch hier werden wir erstmal keinen Angriff sehen. Würde ich sagen, gehen wir zum Bentley von Hausinger. Auch hier haben wir Preco dahinter, der Porsche. Der ist aber schon in der Box gewesen, wie wir gesehen haben. Also macht jetzt keinen Sinn, gegen den zu verteidigen. Aber Hausinger hat natürlich eher den McLaren von Alex Cruz hier, den weißen, im Visier. Das ist tatsächlich ein boxenstoppbereinigtes Feld hier aktuell um die Position 18, 19. Dennis Preco bremst sich mal vorbei hier. Lehnt sich hier mal an den dicken Bentley ran. Das merkt er wahrscheinlich kaum, wenn der Porsche sich da mal anlehnt. Aber ja, ist jetzt erstmal vorbeigekommen. Okay, geht ohnehin in die Box. Hätte sich sowieso erledigt. Damit hat ja, sich der Zweikampf vorerst erledigt. Mal gucken, ob es dann im nächsten Stint in die nächste Runde geht. Damit bleibt uns aktuell tatsächlich nur der Dreikampf hier. Woanders ist es gerade nicht super spannend. Pierre Meyer, gelbe Flagge. Ich nehme an, dass das auch nur die Boxenausfahrt ist. Denn auf der Karte sehen wir, da steht gerade kein Auto. 17 Autos fehlen uns jetzt noch. Auch der Bentley haben wir gesehen, ist rein. Daniel Andersen jetzt zum regulären Boxenstopp. Der auf der 21 immerhin sich gerade bewegt nach seiner SG30. Jekyll Pay könnten wir vielleicht nochmal kurz hinschalten. Das ist nämlich hier der Porsche gegen den BMW. Auch die beiden noch nicht drin gewesen. Ja, erstmal so eine Phase, wo man wartet, dass alle drin waren. Gucken, wie es am Boxenstopp nicht aussieht. Da ergeben sich manchmal ganz, ganz andere Konstellationen, als man das vielleicht gedacht hätte. Jan Hansel vorne auf jeden Fall rein. Stefan Mons jetzt erstmal auf die erste Position gegangen, der McLaren. Jeff Ewerts, der steht in der Box. Matthias Weggel jetzt auf jetzt 2. Ja, wird leider nicht dabei bleiben. Wäre nochmal ein schönes Abschlussergebnis. Aber wenn der in der Box ist, wird er wieder ein bisschen nach hinten fallen hier. Aber das weiß er selber. So, haben wir hinten noch irgendwas. Jürgen Hofmann hier ein bisschen off-track unterwegs. Kühlt hier die rechten Reifen oder so. Ich weiß es nicht genau. Ja, er mit drei Positionsverlusten auf jeden Fall auf der 36. Ja, ein Auto haben wir auf jeden Fall ganz verloren. Carsten König in der Box wird auch nicht mehr rausfahren. Hausinger kommt jetzt aus der Box. Damit haben wir noch 36 aktive Fahrzeuge hier auf der Strecke. Und vorne, ja, da vermehren sich auch die Boxenstopps. So, die ersten 4, 5 müssten, glaube ich, noch fehlen. Wenn wir da mal gucken. Ja, Mittelfeld gehen gerade alle rein. So, Ewerts kommt gerade raus. Daniel Pay
Der ist vorbeigegangen. Erstmal hier rechts der BMW, der ein bisschen überschießt. Ja, kann ihn auch in Ruhe vorbeilassen. Der muss nämlich ja nochmal rein. So, schauen wir mal hier auf den Ferit. Der, ja, will sich jetzt Position 29 holen. Aktuell auf der letzten Position, wo es noch einen Punkt gibt. Nach hinten 8 Sekunden. Sieht erstmal relativ safe aus. Der Bentley geht hier etwas weit. SG30 haben wir auch schon vor ein paar Runden gehabt. Von der 85. Das war Thomas Giffert. Jetzt weiß ich nicht, ob das die war, die schon von vornherein, ja, müsste Runde 5. Könnte, glaube ich, die gewesen sein, die er schon bekommen hat vorher. So, hier haben wir Eckert und Kipfer. Direkt hintereinander kommen sie raus. Da geht noch ein Aston Martin vorbei. Müsste Tapiona sein. Wo ist der denn? Oh Gott, viele Autos hier. Ja, finden wir gleich wieder. Ah, da ist er, auf der 16. Ja, der war auch schon in der Box. Also, ganz, ganz wichtig hier, dass er da noch vorbeigezogen ist. Hat nämlich Eckert und Kipfer damit hinter sich halten können. Spart einem gegebenenfalls viel, viel Zeit, wenn du da, ja, wirklich über den Boxenstopp vorbeikommst oder vorne bleiben kannst und dann nicht auf der Strecke nochmal wieder alles zurückholen musst. Ja, damit haben wir fast alle in der Box gehabt. Gucken wir mal kurz vorne. H fehlt noch und Daniel P. auf der 6. Position. Das ist der BMW. Wir sehen, er bleibt immer noch draußen. Also nur wenig, die da wirklich lange draußen bleiben. Prico da einer der Ersten, der regulär reingekommen ist. Auf der, ja, jetzt momentan auf 4. Position. Vor Pierre Meyer auf jeden Fall, der auf der 5 jetzt ist. Also dabei ist es auf jeden Fall geblieben. Und Everts auch vor den beiden geblieben. Mit, ja, 4 Sekunden aktuell. Da hinten der Porsche, das ist die nächste Position. So, Mons kommt jetzt hier raus auf der 6 vor Jan Hansel. Da kommt er nämlich. Also auch da ist die Reihenfolge gleich geblieben. Also kein Vorbeikommen in der Boxengasse. Das heißt, auf der Strecke muss es hier funktionieren. So, Matthias Weggel kommt raus vor Nick Kleefeld. War mal mit 6 Sekunden Rückstand. Ist hier im Honda auf der 10. Position unterwegs. So, waren wir denn schöne Zweikämpfe. Chris Heyer haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Gegen Rudi Geis hier. McLaren gegen Aston Martin. Hier schön im Windschatten. So, geht's jetzt hier schon irgendwie in Angriffsmodus. Mal schauen. Reifen müssen natürlich auch erstmal ein bisschen warm gefahren werden hier, nachdem man in der Box war. Aber Alex Meyer steht hier irgendwo. Wo ist der denn? Ah, hier steht der Ferrari. Na, gucken wir mal 20 Sekunden zurück. Mal sehen, was da passiert ist. Kommt ja direkt aus der Box raus. Oh, oh, oh. Mal gucken, was war da passiert. Auf jeden Fall kein anderer Gegner. Ja, eigentlich nur leicht über den Curb rüber oder langsam über den Curb rüber, aber hat ihn gleich mal ausgehebelt. Ja, der Ferrari und Curbs, das ist keine große Liebe auf jeden Fall. Ja, musste jetzt hier erstmal gucken, dass er wieder irgendwie auf die Strecke kommt. Jetzt sind wir im Live-Bild und sehen, er ist nur noch auf der 24 unterwegs. War hier auf der, jetzt noch 25, war hier auf der 10. Position gestartet. Ah, sehr, sehr ärgerlich. So ein kleiner, ja, ich möchte fast sagen unnötiger Fehler. War da ja nicht unter Druck oder irgendwas. Aber sehr, sehr ärgerlich für ihn jetzt hier. Ja, nur noch auf der 25, wie gesagt, unterwegs. So, Jan Hansel. Ja, sein großes Ziel, sein großer Freund in diesem Rennen ist der McLaren von Stefan Mons auf der 6 hier. Er ist da nicht vorbeigekommen. Die ersten Runden haben wir den Zweikampf gesehen, da war mal kurz vorbei. Aber hier, ja, hat er jetzt auch 24 Minuten Zeit, um sich den McLaren zu schnappen. Dranbleiben, kein Problem. Mal schauen, ob es denn jetzt, ja, hier in den verbleibenden Minuten funktioniert. So, Daniel Pay, das müsste ja der Teamkollege dann sein, ist hier an Pierre Meyer dran, der, ja, noch nicht wieder auf dem Podium ist, wird sich aber gleich ändern, wenn Haaf reinkommt, Pay dahinter. Achso, der muss ja auch noch in die Box, ist also auch gar keine direkte Konkurrenz. Damit hat Pierre Meyer, ja, gute 15 Sekunden Vorsprung vor Stefan Mons, der ja weiterhin beschäftigt ist, wie gesagt, hier mit dem BMW. So, Geffert steht in der Box. Weiß nicht, ob der noch weiterfährt. So, BMW gegen McLaren. Waffenrot mit einer gelben Flagge. Ups, wo wollte der denn hin? Ja, da ging er ein bisschen weit. Mal sehen, wer geht da jetzt noch vorbei. Nee, ich glaube, das sind gar keine Positionen, das sind Überrundungen sogar. Waffenrot hier auf der 31. Von der 34 gestartet. Ging also an sich gut nach vorne. Und er muss jetzt hier relativ weit fahren. Weit gehen, aber kann die Linie trotzdem halten. Und ja, jetzt geht Moritz aber auf jeden Fall vorbei. Das ist eine Position der Bentley.
aber der wird auch nicht mehr so glücklich werden in dem Rennen. 8 Positionen ging es da leider nach hinten. So, Haf ist jetzt reingefahren. Mal gucken, wer fehlt jetzt noch? Daniel Pay. Also, das ist der letzte Pilot, der noch auf der Strecke ist, der nochmal reinkommen muss. 2/3 des Rennens hat er auf jeden Fall jetzt am Stück verbracht. Wird dann gleich das leichteste Auto wahrscheinlich haben, beziehungsweise, nein, das leichteste nicht unbedingt, aber das mit den frischesten Reifen. Also, vielleicht geht da ja nochmal was. Vielleicht auch Richtung schnellste Runde, weiß ich nicht. Gucken wir mal. 43,8 seine schnellste bis jetzt. Ach, da fehlt noch einiges. 41,6 von Pierre Meyer wird mir angezeigt. Ist die schnellste aktuell. So, der M6, auch schon länger nicht gesehen, ist gerade am Nissan dran. Auch mal ein interessantes Duell. Auch sehr, sehr rar gesät, diese Konstellation. Also schauen wir mal hier, der M6 guckt auf der Innenseite. Aber auch da das große Schiff noch nicht daneben parken können, neben den Nissan, der da nicht ganz optimal rauskommt aus der Kurve, wie wir sehen. Und der M6 kann hier mehr Geschwindigkeit rausnehmen und das dürfte eigentlich reichen, um vorbeizugehen. Jawohl, jetzt darf er selbst hier die Linie nicht vermasseln. Ja, sieht aber gut aus. Geht damit in die Top 10. Eine Position gewonnen, während wir hier einen Bentley sehen, der da ein bisschen weit geht. Ist aber keine direkte Position, also eine Überrundung hier. So, der Nissan kann er hier nochmal zum Gegenangriff ansetzen. Er geht erstmal wieder in den Windschatten rein. Dann haben wir noch Danny Anwand, dahinter der grüne BMW. Für den ist da ja noch nicht so wirklich was im Kuchen abgefallen. Der hofft natürlich drauf. Mal gucken, ob Jan Butt hier jetzt wegfahren kann. 4 Sekunden zu Samuel Farmer. So, Patrick Schröter auch länger nicht gesehen. Und jetzt sehen wir ihn leider im Kies. Schauen wir mal kurz 10 Sekunden zurück. Auch da wieder ein Wurstkörper. Dann ging es rabiat hier. Ja, zumindest mal nicht in die Wand, aber ins Kies. Gott sei Dank. Im Gras wäre wahrscheinlich in die Wand reingerutscht. Hier kann das Auto ohne Schaden weiter ins Rennen bringen oder wieder ins Rennen bringen. Allerdings wieder mit einem Positionsverlust. Alex Meyer, den wir ja eben auch schon auf Track gesehen haben, auf der 24 jetzt hier vorbeigezogen. So, Patrick Till in der Box. Auch rot hinterlegt. Das ist tendenziell kein gutes Zeichen. So, Pfaffenrot auch in der Box, schon seit 80 Sekunden. So, wir sehen es hier im Tower links. Ganz, ganz viele rote Zahlen. Wir gucken einfach mal ein bisschen durch hier. Seid gerade mal wieder auf René Brey drauf. Ja, auch wieder 3 Marken hier. Nee, was erzähle ich denn da? Sind 2 Marken, 2 BMWs, aber ein M6, ein M4 und ein Nissan im Dreikampf unterwegs. Wengel Kleefeld, also der Lambo, hat da auf den Audi ganz gut aufholen können. Da können wir gleich mal hinschalten. Gucken wir mal, ob der Nissan jetzt hier besser durch die Kurve kommt. Auch diesmal nicht ganz getroffen. Jetzt kriegt er hier den Rutsch. Hoffentlich pendelt er jetzt nicht rechts weg. Ah, kann das Auto zum Glück abfangen. Aber auch hier geht der nächste BMW vorbei. Der von Danny Anwand in dem Fall. Und hinten haben wir gelbe Flaggen. Da scheint irgendwas passiert zu sein. Tapiona Eckert. Wenn ich ganz gesehen, was passiert ist, sah jetzt erstmal so aus, wenn Jerome Eckert da vielleicht zu spät auf der Bremse war und den Tapiona getroffen hat, der jetzt hier auch dreht. Und da unten sehen wir ihn. Ist er hinter Rudi Geis wieder unterwegs. Und damit haben wir hier eine richtig enge Gruppe. Wir sehen es hier, der Lambo dahinter. Dahinter haben wir noch McLaren und noch ein Audi. Also im Mittelfeld geht es nochmal richtig gut zur Sache. Daniel Hofmann guckt hier auf der Innenseite auch immer ganz, ganz schwierig da. Wenn du da mal mit der Nase doch einen Tick zu weit reinhältst, dann triffst du den Vordermann hier, den Aston Martin in dem Fall. Gleich gehen wir nochmal zu 4 und 5 rüber. Aber hier, ja, sieht es auch sehr, sehr spannend aus. Mal gucken, wer hier wen überholen kann. Ja, vor allem, wie gesagt, hier der Markenmix doch sehr schön in der Gruppe. So soll es sein. Aber wer kann jetzt hier wen angreifen? Das war ja da hinten, der McLaren, der Grüne, hier rechts im Bild. Auf jeden Fall ordentlich dran am Lamborghini von Michael Haaf, der ja sehr, sehr spät hier in der Box war. Also hat dann, ja, mit die frischesten Reifen. Mal gucken, ob das ihm vielleicht noch ein bisschen was bringt. Aber Chris Heyer hat auch schon Eckert im Nacken. Mal sehen, wie lief es da? 7 Positionen ging zurück. Ja, aber 3, 4, 5 Positionen hat er direkt vor sich. 18 Minuten nur noch Zeit. Und wir gehen, glaube ich, mal kurz hier auf Pierre Meyer drauf. Nein, Quatsch. Stefan Mons wollte ich. Der McLaren. Ja, der hat seinen Partner gefunden. Jan Hansel hat seinen Partner gefunden. Beide jetzt hier mit 16 Sekunden nach vorne, 11 Sekunden nach hinten. Fahren hier zusammen ihr Rennen. Abgesehen von den ersten paar Runden, aber dabei keinen wirklichen Zweikampf mehr gesehen. Wie gesagt, dann 11 Sekunden dahinter, aber Wengel Kleefeld. Der Lamborghini hier, ja, hängt am Wengel dran. Ja, aber vorbeikommt, weiß ich nicht. Schnellste Runde beider nahezu gleich schnell. Ein paar Hundertstel gerade mal Unterschied. So, Kipfer wird hier noch vom Honda von Detlef Kiep gejagt.
Ja, auch da könnte noch mal einiges gehen vielleicht. Auch die etwas einsamer unterwegs, nach vorne 5 Sekunden, nach hinten 8 Sekunden. Da ganz hinten haben wir, glaube ich, den nächsten gesehen. Das müsste dann Rudi Geis sein. Ja, da ist er. Und dahinter ist diese wunderbare Gruppe, die wir vielleicht mal ein Momentchen von oben begleiten können. Da muss sich nämlich der Hofmann ja, noch nicht ganz wehren. Der Lambo hält hier auf jeden Fall nicht rein. Macht gut Druck, Type Jonathan, und kann sich so leicht absetzen. Der guckt natürlich, dass er hier irgendwie von der Gruppe wegkommt. Nicht, dass er da nochmal ja, irgendwie involviert wird. Ein Fehler und dann steckt er hier mitten in der Gruppe oder dahinter. Und dann hat er mal 3, 4, 5 Positionen wieder verloren. Ja, Jeff Ewerts vorne 3 Sekunden, Dennis Preko auf der 2, Pierre Meyer auf der 3 mit 4 Sekunden. Also da tut sich gerade nicht allzu viel. Samuel Farmer jetzt in die Box. Da muss ich natürlich kurz nachschauen, ob es da eine Strafe gibt. Farmer auf der 8 mit einer DT und Daniel Pay auf der 25 mit einer SG 30 sehe ich gerade. Also auch für Daniel Pay läuft es nicht optimal auf der 25 und da ja, wird er ordentlich nach hinten gereicht werden. Nächsten Position sind nur 2, 3 Sekunden weg. Die werden auf jeden Fall ganz, ganz easy vorbeigehen. So, kommen wir auf Eckert hier. Aber vielleicht der McLaren angreifen kann mit dem Popspeed des Audis hier. Ja, jetzt muss er schon fast ausscheren, da passiert es nämlich. Na, jetzt erstmal ein Rechtsknick, aber jetzt hier wieder ein Linksknick, das gleicht sich halbwegs aus, würde ich mal sagen. Audi jetzt auf der Innenseite, der wird auf jeden Fall probieren, da vorbei zu bremsen. Gucken, ob Chris Hayato sich nochmal wehrt. Nee, gibt sich da geschlagen, ordnet sich hinter der 31 ein. Samuel Farmer kommt jetzt von seiner Strafe gerade auf die Strecke zurück, auf der 21. Ja, auch hier schönes Dreierpäckchen, da unten sehen wir ein Dreierpäckchen. Ja, gibt es die Lichthupe von Chris Haya. Bin nicht ganz sicher, wie man das interpretieren soll. Sah eigentlich nach einem sehr sauberen Überholmanöver aus hier. So, Daniel Pell kommt, glaube ich, auch gerade aus seiner Strafe. Da sehen wir ihn. Okay, er hat sich zurückgesetzt. Schade, also das Rennen leider für ihn zu Ende an der Stelle. Dann haben wir kleine Kalmer immer noch hier an Chris Haya dran. Aber wir gucken, oh, was war da die Anwand los? Gucken wir kurz zurück. Da, die Schikane. Hat es den M4 ein bisschen oder ist er ein bisschen weggerutscht. Ja, aber nichts Wildes. Obwohl René Brey jetzt vorbeigegangen ist. Haben wir nicht mehr ganz gesehen, aber können wir uns denken, hier Richtung Rivazza den Berg hinunter. Hat er Nissan das Ganze ausnutzen können. Hatte natürlich deutlich mehr Schwung da aus der Schikane. Damit ging es hier auf die 9. Position. Von der 7 gestartet. Wird jetzt auch nicht super zufrieden sein vielleicht. Wenn man Position verliert, ist man das meistens eh nicht so. So, Jan Hansel. Ja, gibt der sich zufrieden mit seiner 5. Position? Womöglich. Druck von hinten kriegt er auf jeden Fall nicht. Ja, also. 1-2 Zweikämpfe haben wir und dann diese Gruppe Position 15. Das könnte jetzt noch die letzte Viertelstunde interessant werden. Mal gucken, was es noch vielleicht an Strafen gibt. So ein paar hatten wir ja tatsächlich. Drive-Thrus, SG30 hatten wir. 3 Strafen am Anfang des Rennens. Während des Rennens, glaube ich, waren es jetzt 2 Strafen. Also in der Box hat eigentlich bei fast allen es funktioniert. Das ist schon mal eine gute Sache hier. Man kommt da ja doch relativ schnell zur Boxengasse. Das geht ja einfach gerade rein. Das ist ja nicht wie auf Brands Hatch zum Beispiel, dass du da nochmal so ein S fahren musst oder ja, Paul Ricard oder einmal rechts abbiegen musst. Da ist es schon etwas schwieriger, zu schnell reinzufahren. Hier geht das mal ganz, ganz fix. So, geht's jetzt wieder anwandfix wieder am Nissan vorbei. Ich schau mal hier auf die schnellste Runde. Da scheint eigentlich der kleine Kalmer schneller zu sein als... Nee, Quatsch, wo bin ich denn drauf? Quatsch, Anwand. Ja, Tick schneller als René Brey zu sein. 2-3 Zehntel war die schnellste Runde schneller. Aber ja, reicht das hier, um vorbeizugehen? Das ist immer die Frage dann. So, gehen wir auf die Gruppe dahinter. Die ist nämlich gerade Anfahrt zur Schikane, zur Variante Alter, wie sie heißt. Ja, früher gab es da keine großen Curbs. Weiß nicht, vielleicht die alten Layouts kennt der ein oder andere auch, wenn der Aston Martin unten mal am Ausgang über die Wurstcurbs geht. Das kann auch mal ganz, ganz böse ausgehen. Ja, und jetzt hat es vorhin gesagt, er ist weggefahren und ein Fehler und jetzt geiern die natürlich alle, wer kann da angreifen. Mal sehen, der Audi Ausnahme wird noch nicht funktionieren, aber jetzt kann der Lambo die Innenseite vielleicht nehmen. Nee, hält sich aber nochmal zurück. Ah ja, sehr, sehr spannende Gruppe hier. Garoto, danke für den Follow und Blackcap, danke für dein Follow. Herzlich willkommen.
Also hier haben wir eine spannende Gruppe. Hansel auf der 5 ganz dicht immer noch dran. Anwand an der 9. Position dran. Und kleine Kalmar da hinten im Hintergrund sehen wir es vielleicht gegen Chris Heyer. Gehen wir da mal vielleicht drauf außenrum. Aber Nase noch dahinter. Also ich denke, Chris Heyer wird sich da noch durchsetzen können. Muss der eben schon die Position abgeben. Aber außenrum versucht es der Audi. Oh, kriegt er da den Platz? Ja, dann lieber ein bisschen nachlassen. Und nicht da volle Kanne über die Curbs gehen. Das haben wir heute schon gesehen. Das geht nicht unbedingt gut. Aber Chris Heyer kann sich hier erstmal aus seiner 19. Position behaupten. Wir springen ein paar Meter vor und Michael Haaf hier wird getroffen, Fragezeichen. Wir gehen mal 10 Sekunden zurück, weil Eckert da, glaube ich, kurz gewartet hat, schien mir so. Oh ja, da hat er ordentlich einen mitbekommen. Einmal schön in den Lambo rausgeschoben. Ja, geht aber relativ zügig weiter. Chris Heyer kommt dann noch so über das Kies, auch noch an Eckert vorbei, wie wir hier sehen. Also Chris Heyer jetzt hier auf der 18. Position. Eckert da mit dem kleinen Schubser. War jetzt, ja, nicht allzu schlimm, sage ich mal. Ich glaube, Michael Haaf hat da jetzt nichts verloren an Position. Aber natürlich Zeit und, ja, womöglich einen ganz guten Heckschaden. Ja, wer weiß, wie sich das auswirkt hier. Müssen wir mal schauen. Andersen geht gerade an Jägel vorbei. Hier aus der Tosa raus wahrscheinlich. Ja, Andersen natürlich da. Konnte heute nicht viel holen auf der 26. Kriegt er ein paar Pünktchen. Also könnte sein, dass er seine zweite Position verliert. 19 Punkte hat er Vorsprung vor Jeff Ewerts in der Gesamtwertung. Ewerts ja auf der 1 hier. Also müsste Daniel Andersen hier in der Gesamtwertung auf die 3 zurückrutschen. Naja, aber immer ein Top 3 hier am Ende der Saison. War doch ein recht spannender Kampf. Zumindest um die zweite. Ganz nach vorne hat es leider nicht gereicht. So, Danny Anwand. Was haben wir denn da verpasst? Schauen wir mal. Gehen wir mal 20 Sekunden zurück. Wieder Anfahrt hier zur ersten Kurvenkombination. Hat er auch da vielleicht den Körper irgendwo zu viel mitgenommen. Davor hat er René Brey, der hier auch immer wieder Probleme hatte in der ersten Kurvenkombination. Er kommt da zu weit raus und kann die Karre aber sehr, sehr gut abfangen. Also manche werden wahrscheinlich hier rechts im Bild in die Mauer rein. René Anwand, der hat sein M4 unter Kontrolle. Bleibt hier in den Top 10 erstmal von der 14 gestartet. Aber Remo Kipfer, nee, das ist gar nicht der dahinter. Der ist 6 Sekunden weg. Also da besteht erstmal keine Gefahr. So, setzt Jan Hansel doch nochmal zum Angriff an. 0,4 Sekunden am McLaren dran. 14 nach hinten, 18 nach vorne. Also die Abstände nach vorne und nach hinten werden größer. Jeff Ewerts vorne hat alles im Griff mit 4 Sekunden. Pierre Meyer auf der 3. Pierre Meyer irgendwie ganz, ganz oft auf dem Podium in diversen Ligen. Aber ganz vorne sehen wir ihn dann doch nicht ganz so oft tatsächlich. Irgendwie gibt es nochmal so ein, zwei Leute, die schneller sind als er. Also ich drücke ihm meinen Daumen, dass er irgendwann mal wieder einen Sieg einfahren kann. Also bei dem wir auch dabei sind natürlich. Aber immer vorne mit dabei. Ja, also den Zweikampf haben wir auf jeden Fall. Gucke ich mal kurz hinten. Da verpassen wir nicht so viel. Da wird der Abstand auf jeden Fall größer. Also gehen wir wieder auf Marius kleine Kalmar drauf. Steigen mal ein und beobachten, ob Eckert jetzt hier an Haya vorbeikommt. Wir sehen, hier wird schon Kampflinie gefahren. Da ging es einmal links rüber. Mal gucken. Oh, da doch zu spät. Nicht zu früh wieder aufs Gas gehen. Also ganz, ganz eng hier. Aber als Beifahrer sieht das meistens dramatischer aus, als das als Fahrer dann tatsächlich ist. Da hast du ja auch das Gefühl dafür, ob es reicht oder nicht. Als Beifahrer vielleicht weniger. So, reicht es jetzt hier für Chris Heyer, um auf der 18. Position zu bleiben. Wir sehen jetzt nämlich hier rum Eckert auf der Innenseite mit deutlich mehr Speed. Die Nase ist schon leicht vorne. Wieder die Innenseite. Chris Heyer, letztes Mal musste er hier gegen den Lambo schon sich überholen lassen. Auch hier die 31 der Audi. Ist jetzt hier wieder am McLaren vorbei. Und kleine Kalmar, der hängt direkt dahinter. Also der McLaren hier zwischen den beiden Audis eingeklemmt. Da können wir, glaube ich, ein bisschen draufbleiben auf der Gruppe. Warte immer noch, dass Jan Hansel vorne angreift, den Stefan Mons. Ja, Wenke Kleefeld 6-7. Der Audi und der andere Lamborghini jetzt doch schon wieder einen Tick weit auseinander. 2 Sekunden. Da gibt es von Chris Heyer nochmal Grüße. Und Patrick Schröter mit einer gelben Flagge. Ah, schon wieder irgendwo einen Ausritt gehabt hier. Der Fähre ist auf jeden Fall vorbeigegangen, der BMW. Hat sich also doch nochmal hier ein, zwei Pünktchen mehr schnappen können. Also wenn er es nach Hause fährt natürlich. So, Samuel Farmer auf der 21. Hier Position ging es aber nach hinten. Für den SDS Motorsport Sachsen Piloten. Aber Potenzial ist da, um das ja wieder auszugleichen. Die ganze Gruppe direkt vor ihm. Und da müssen sich nur zwei behaken und jetzt trifft er hier den Audi. Und der geht natürlich hier komplett in die Wand rein. Der Kalmar war das hier. Gehen nochmal 20 Sekunden zurück.
Gehen vielleicht nochmal hier in die Heckperspektive. Hier ging es aus Aquaminerale raus, Richtung Schikane. Ja, da hat der Honda sich so ganz leicht angelegt mit dem Näschen. Aber das reicht natürlich. Hier sehen wir es. Da, und dann verhaken sich die Autos. Wir kennen die Kollisionsabfrage hier. Ja, aber sehr, sehr große Auswirkung jetzt hier. Ein paar Minuten, 10 Minuten aber noch. Ne, 8 Minuten nur noch vor Schluss. Kleine Keim auf die 23 zurückgefallen. Ja, und hat natürlich hier ordentlich Schaden. Für die Box, ja, lohnt sich wahrscheinlich nicht mehr wirklich. Der Bentley dahinter ist keine Position. Dann müsste das Moritz, ne, das ist der andere. Dann müsste das ja Hausinger sein. Ja, das ist der auf der 30. Ja, wir sehen links auch 4 Autos in der Box, damit noch 33 hier aktiv auf der Strecke unterwegs. Denn die Anwand, ja, kommt da jetzt am Nissan nochmal vorbei? Das ist die große Frage. Von hinten kriegt er keinen Druck, dass der Aston Martin dahinter, das ist, ich weiß gar nicht wer, das ist auf jeden Fall keine Position. Talpiona ist es nicht, Rudi Geist ist es nicht. Da muss einer von sehr weit hinten sein. Ah, ja, wieder zu viel Körper mitgenommen. Aber klar, du willst die Geschwindigkeit mitnehmen, du willst möglichst früh aufs Gas gehen, um hier anzugreifen. Aber manchmal ist das dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Ja, die Mittelfeldgruppe hat sich ein bisschen aufgelöst hier. Eckert am Lambo dran, Chris Heyer dahinter, Lindner, genau, und der kleine Kalmer hatte sich ja da leider verabschiedet. Unfreiwillig natürlich. So, 7 Minuten noch. 7 Minuten, dann ist die Saison vorbei. Und ja, langweilig wird es nicht. Fahrerfeld war diese Saison immer sehr, sehr gut besucht. Also eigentlich immer regelmäßig Richtung 40 Fahrer. Und ich glaube, die Interessenten, ja, sind auch nicht weniger geworden, wenn ich das so richtig beobachtet habe. Und wir beobachten gerade, wie Ferret gerade am, ja, demolierten Audi vorbeiging oder gegangen ist. Dürfte wahrscheinlich kein großes Thema gewesen sein. Also er wird hier versuchen, den Audi noch irgendwie ins Ziel zu retten. Jetzt hat er erstmal wieder 4 Sekunden zu Dani Andersen und Patrick Schröter auf der 26, der da gerade noch mit Jekyll am Gange ist. Dennis Preko müsste das dahinter sein, der jetzt hier auch noch die beiden überrunden möchte. Ah, macht jetzt hier sogar Platz. Gefährt hier ein bisschen off-track. Und Schröter jetzt reingefahren. Okay, da schaue ich auch mal kurz nach, ob es da vielleicht eine Strafe gab. Ja, eine DT. Dani PLD ist cool übrigens auf der 37. Also der hat gar nicht abgestellt. Den haben wir ja gesehen vorhin, wie er rausgefahren ist und dann zack, zurückgesetzt wurde. So, was haben wir denn hier jetzt für einen Tumult? Chris Heyer, Lindner, noch die Überrundung da vom Porsche. Ja, müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt hier ordnet. Also der Lambo vor Heyer, vor Lindner. Jerome Eckert jetzt auf der 17. Der müsste da irgendwie vorbeigekommen sein. Der ist nämlich jetzt hier am Anfang dieser Gruppe. Ah, zu weit raus. Wenn er da Zeit gut gemacht hat, dürfte das ein Cut gewesen sein. Ja, jetzt hat er freie Fahrt. Mal gucken, 4 Sekunden zur nächsten Position. Wird aber jetzt eher sein Ziel sein, hier einfach wegzukommen, sich Position 17 zu sichern. Patrick Schröter kommt derweil wieder aus der Box von seiner Strafe. Alex Rus geht noch vorbei auf die 27. Andersen jetzt auch am demolierten Audi auf der 25 vorbeigegangen. Also doch, ja, deutlich langsamer. Guck mal kurz auf seine Zeiten. Wo ist er denn? Ja, 1:49.1 ist kleine Kamera gefahren, letzte Runde. Gut, klar, hatte noch ein paar Überholmanöver, aber der ist sicherlich 2-3 Sekunden gefühlt langsamer als normal. Könnte sein, dass er nochmal ein paar Plätze abgeben muss hier. So, gehen wir nochmal hier hin. Da haben wir nämlich auch was verpasst. Jan Hanse ist nämlich inzwischen an Stefan Mons vorbeigekommen. Da haben wir uns ein bisschen zu viel auf das Mittelfeld konzentriert. Also Jan Hanse hat sich doch nochmal Position 4 geholt. Wie, wissen wir leider nicht genau. Kann ich auch leider nicht mehr nachschauen jetzt. Aber wir sehen das Ergebnis. Stefan Mons jetzt hier eine Position zurückgefallen. Ja, er wird es verkraften. In der Gesamtwertung wird es, wie gesagt, nichts ändern. Während Matthias Weggel hier mit einer gelben Flagge und noch einer da steht, unterwegs ist. Gucken wir mal kurz. Könnte Patrick Schröter sein, vom Auto her. So, ich denke mal, dass das Auto selbstständig verloren hat hier. Ah, und da verliert er den Grip und ah, Patrick Schröter, wenn das ist, die 292, konnte da nicht mehr ganz ausweichen. Ja, war Patrick Schröter, hier ist er. Ja, für den läuft das denn auch nicht gut. 2 Positionen verloren, das geht ja gerade noch so, aber eben die Strafe. 2 Ausritte hatte er jetzt hier, ja, eine Kollision, wo er nicht ausweichen konnte. Ja, gibt auch bessere Rennen, würde ich sagen. Wird jetzt hier gucken, dass er auf der 28 nach Hause kommt. Druck von hinten kriegt er von den Bentleys nicht. Die sind da schon ein gutes Stück weg. Aber nach vorne, ja, sieht es aktuell auch nicht aus, dass da was geht. Für Klaus Jäger geht auf jeden Fall noch was. Der 5. Positionsgewinn steht hier ins Haus.
Denn der kleine Kalmar, der jetzt eine 48,9 gefahren ist letzte Runde, der wird sich da nicht wirklich wehren können. Ich könnte mir vorstellen, Ausgang Aqua Minerali wird der Porsche hier vorbeigehen. Ist die Frage, ja, wie sich der Schaden beim Audi ausgewirkt hat, ob es Topspeed ist, ob es hier, ja, die Aufhängung ist. Gucken wir mal. Ja gut, hier geht es jetzt noch nicht vorbei. Aber ich denke, Platz 25 sollte für den Porsche-Piloten möglich sein. 3 Minuten noch. Wo ist der Führende? Der, ja, geht gleich hier in die nächste Runde. Also 2 Runden und der Rest von dieser müssten es dann noch sein. Auch die beiden sind sich noch nicht so ganz einig. Wer holt Position 9, wer Position 10? Auch ein einsamer Zweikampf hier. Nach vorne, nach hinten, ordentlich Luft. Danny Anwand hier mit, ja, 4 Positionsgewinnen. Der Nissan René Preis, schauen wir mal kurz, mit 2 Verlusten. Ja, die wird er auch nicht mal unbedingt aufholen. Und jetzt ist Jekyll hinten an kleine Kalmar vorbeigegangen auf der Geraden. Ja, der Porsche überholt einen Audi auf der Geraden. Gut, aber mit Schaden, da kannst du nichts machen. Kleine Kalmar mit einer 46,8, also schon wieder ein Tick schneller jetzt gewesen als die letzten beiden Runden. Aber weit, weit weg natürlich von der normalen Pace. Mal gucken. Ja, Alex Cruz auf der 27, 40 Sekunden. Das sollte wohl reichen. Also kleine Kalmar wird dann jetzt hier wahrscheinlich auf der 26 nur ins Ziel kommen, während der Porsche noch ein bisschen weit gegangen ist. 5 Positionen hat er jetzt verloren. Gucken wir hier, ob der McLaren nochmal angreifen kann. Das haben wir noch im Auge. Peter Lindner am Lambo nochmal dran auf der 18. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Kommt da doch ganz, ganz gut raus. Wer geht jetzt mit der gelben Flagge irgendwo? Ja, da geht Jan Butch auch noch vorbei. Wir bleiben aber kurz hier. Ob es hier den Angriff gibt, kann er sich jetzt hier vielleicht daneben bremsen? Nein, muss wieder dahinter gehen. Deswegen gehen wir kurz zum Weggel rüber, der jetzt hier vielleicht noch mehr Position abgeben muss. Wir schauen mal kurz ins Replay rein. Uff, da musste dem Alex Cruz ausweichen, der da, ja, ich weiß nicht, ob er überschossen hat und ein bisschen auf die Bremse gegangen ist, um nicht zu weit zu gehen. Aber musste jetzt das Auto drehen, denn die Anwand geht auch noch vorbei. Das dürfte Patrick Schröter sein, der sich hier zurückrundet sozusagen. Und da ist der Nissan Brei und der Anwand, der BMW, der Grüne, der jetzt hier auch am Audi vorbeigegangen ist. Ah, schade für Matthias Weggel. Gute Startposition gehabt hier mit der 6. Jetzt hier immer noch in den Top 10 unterwegs. Ja, und die nächsten beiden Positionen direkt vor ihm. So, wir haben es gerade gehört, der Führende jetzt in der letzten Runde. Jeff Evers da vorne doch ein relativ langweiliges Rennen, zumindest zweikampftechnisch. Im Auto ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes, da vorne auch tatsächlich die Führung, ja, zu verwalten und nach Hause zu bringen. Jetzt ist die Frage, ob die drei nochmal in einen Angriff gehen. 1,5 Runden haben die noch vor sich. Wir gucken aber kurz zu Rudi Geis rein. Der jagt hier nochmal den Detlef Kep vielleicht, 0,5 Sekunden, während Samuel Farmer hinten an der 20. Position nochmal dran ist. Also auch hier gibt es wieder einige Zweikämpfe, die hier bis zum Ende des Renns ausgefochten werden. Letzten Sekunden laufen runter. Der Führende, ja, gerade im zweiten Sektor unterwegs. Haben wir noch einen Augenblick Zeit, bevor wir dann nach vorne gehen. Gehen mal auf den... Ne, wo wollte ich jetzt hin? Hofmann, genau. Hat an Type Jona dran gewesen. Ganz, ganz dicht. Aber ja, Ausgang der Schikane jetzt. Konnte er nicht ganz dranbleiben. Ja, Mons, der greift vielleicht doch nochmal an. Auch er jetzt natürlich in der letzten Runde hier mit seinem BMW-Kollegen. Ja, nochmal ihn zeigen. Vielleicht geht der BMW ja weit, wenn er da zu viel in den Rückspiegel schaut. Er selber geht sehr weit. Ja, vielleicht kann er sich's ja leisten. Wenn er nicht schon 2, 3 Cuts hat, kann man das mal mitnehmen hier. Aber mal sehen, ob es jetzt nochmal auf die 4. Position geht. Jeff Evers kommt auf jeden Fall jetzt aus der letzten Kurve raus. Ja, die ersten 3 nach einer Stunde. Nur 6 Sekunden auseinander. Also an sich gar nicht mal so weit. An sich sehr, sehr spannend. Aber Jeff Evers hat das hier gut nach Hause gebracht. Die Führung musste er nicht groß abgeben. Gewinnt also das letzte Rennen hier. Wird nochmal Zweiter in der Gesamtwertung werden. Ja. Und Dennis Prigor, der Saisonsieger, kommt nochmal als Zweites ins Ziel hier. Und auf der 3 haben wir Pierre Meyer, der, denke ich mal, in der Gesamtwertung auch nochmal was gut machen wird. Und hinten hat es nochmal ordentlich gekracht anscheinend. Meyer und Haya, gucken wir da nochmal zurück. Oh, schon wieder Ferrari hier auf Track. Nur Chris Haya einen Tick davor. Hatte sich da, war das Farmer? Ja, Farmer vorknöpfen wollen. Und da verliert er leider das Auto. Vorhin kommt noch der Ferrari von Meyer, der sich jetzt hier aber auch verschätzt und da weit geht. Und da kommt noch BMW quer. Oh, wer war das denn? Das weiß ich gerade gar nicht. Also nochmal ordentlich Tumult hier in der letzten Runde am Anfang. Ja, ich sag ja, also bis zur letzten, zum letzten Meter musst du hier konzentriert bleiben.
Rudi Geist hier gerade auch etwas langsam unterwegs gewesen. Ja, DTFG wird es wohl nicht mehr vorbeigehen. Wir gucken aber hier kurz. Danny Anwand bleibt hier auf der 9. Position. Von der 14 gestartet. Trotzdem sehr, sehr gutes Rennen. René Brey, naja, eine Position abgegeben. Aber nochmal ein Top-10-Finish hier für den Nissan. Da gibt es auch die Lichthupe. Ja, Weggel leider nochmal zwei verloren eben. Remo Kipfer, der BMW, auf der 11. Position. Gucken wir mal, hier tut sich auch nichts mehr. Guerra, Kip, Geis. Dann haben wir Hofmann, ja, Type Jona, der grüne Aston Martin dahinter. Dann haben wir noch Jerome Eckert. Ja, der hätte sich noch ein paar Runden gewünscht wahrscheinlich. Ist da ja ganz gut weggekommen von den hinteren Leuten. Hätte hier nochmal angreifen können vielleicht. Michael Haaf vor Peter Lindner. Beide sehen wir hier. Und dann haben wir schon fast alle im Ziel. Samuel Farmer fehlt uns auf jeden Fall noch auf der 20. Dann der BMW vom Ferenc Stanovic. Dahinter Chris Haier mit 6 Positionsgewinn, also auch nochmal ein gutes Rennen. Ja, für den Ferrari ist heute auch nicht super. 13 Positionen verloren. Einmal Auto weggeschmissen, dann eben hier auch nochmal Off-Track gegangen. Auf der 23 nur. Und dann fehlt, ja, keiner mehr. Rennen offiziell jetzt beendet. Wunderbar. Damit haben wir ja das letzte Saisonrennen geschafft hier. Dennis Precourt wird auf jeden Fall, oder hat ja die Meisterschaft gewonnen. Jeff Everts müsste Zweiter sein. Daniel Andersen auf der 3. Ja, im Mittelfeld müsste man mal schauen. Habe ich jetzt nicht spontan alles ausgerechnet. So sieht es auf jeden Fall aus. Und damit, ja, würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal kurz ins Studio. Und dann gucken wir mal, wohin wir noch so raiden könnten. Auf Fahren klicken hier. Und schauen wir mal, wer noch so online ist. Gibt da bestimmt noch ein paar Leute, die hier fahren. Ja, also, Saison ist vorbei. Ganz vorne war es nicht super spannend. Precourt hat doch sehr, sehr dominiert diese Saison. 2-3 war sehr spannend. Mittelfeld haben wir auch viele, viele Positionswechsel gehabt hier. Wie gesagt, das Feld war immer sehr gut besucht. 40 Autos so roundabout hatten wir immer in den neuen Rennen. Hoffen wir mal, dass das nächste Season ähnlich wird. Bin da ganz guter Dinge. Wir haben gesehen, am Anfang ein, zwei größere Kollisionen. Im Rennen selber hat sich doch sehr gut alles sortiert. Wenig große oder schwere Unfälle. Hier und da gibt es natürlich immer mal wieder Berührungen. So, gehen wir mal hin. Wo wird denn hier noch gefahren? Na, da wird nur trainiert. Na, gehen wir mal hier hin. Ne, da war ich gestern, warte mal. Ah, hier gehen wir hin. Da wird auch noch trainiert, da wird aber gleich nochmal gefahren, denke ich. So. Och, jetzt habe ich hier. Mal richtig kopieren. Zum Casserley gehen wir nochmal rüber. Der übt gerade ein bisschen Nürburgring, denke mal, er wird gleich nochmal fahren. Also, da gehen wir nochmal rüber, schauen vielleicht nochmal ein bisschen zu, lassen mir ein paar Grüße da. Ansonsten, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Danke nochmal für die beiden Raids, waren ja 2 Stück. Danke für die Follows. Und ja, wir sehen uns heute Donnerstag. Ich denke Samstag, aber aus dem Auto dann mal raus. Da fahren wir nämlich 10 Stunden auf Watkins Glen. Ich im Porsche, Premiere würde ich mal fast sagen, eigentlich im McLaren unterwegs. Also dann, ja, 14 Uhr ungefähr, glaube ich, geht Samstag los. Also, wenn ihr mal sehen wollt, wie ich die Karre wegschmeiße, schaltet gerne am Samstag ein. Ich denke, morgen wird es keinen Stream geben. Und ja, dann sehen wir uns Samstag. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Pierre, Glückwunsch zu Platz 3. Und dann sehen wir uns Samstag. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis dann. Ciao, ciao.